Meine Damen und Herren, liebe Freunde des humanistischen Salons, herzlich willkommen im neuen Jahr, das auf der großen Bühne der Weltpolitik manche Risiken bereithält, aber auf der kleinen Bühne des humanistischen Salons Beständigkeit verspricht. Wir bleiben unseren Grundwerten treu und das sind die Werte der Aufklärung. Falls einige von Ihnen den netten Bericht über uns zum Jahreswechsel in der Zeitungsbeilage Wohin in Nordbayern gelesen haben und sich vielleicht gewundert haben, weil dort vom kritischen Nationalismus die Rede war, dann kann ich Ihnen versichern, ich hatte im Interview kritischer Rationalismus gesagt. Aber dem Artikel lag ein Telefoninterview zugrunde und da ist man vor Hörfehlern nicht gefeit. Ich hoffe also, Sie sind nicht mit falschen Erwartungen hierher gekommen. Es wird auch heute eher um rationale als um nationale Aspekte gehen, wenn wir uns der Grundlagenforschung zuwenden. Neugier und Erkenntnisstreben gehören zum Menschen. Sie prägen unser Lebensgefühl, befeuern die kulturelle Entwicklung, ermöglichen den technischen Fortschritt und bewirken den Wandel der Weltbilder. Die angewandte Forschung kann dabei an ihren Auswirkungen auf die Lebenswelt gemessen werden. Die Grundlagenforschung jedoch ist selbst schon eine zentrale Kulturleistung. Sie sollte nicht lediglich durch Arbeitsplätze und Teflonpfanne gerechtfertigt werden, wie das im politischen Kontext leider manchmal geschieht. Wir wagen heute einen positiven Blick auf die Herausforderungen der Forschung. Denn es gibt noch Herausforderungen, die Forschung ist keineswegs am Ende und wir wagen einen optimistischen Blick auf die Potenziale, die im Unentdeckten schlummern, denn daran muss man vielleicht gerade bei uns in Deutschland hin und wieder erinnern, Neues bietet nicht nur Risiken, Neues bietet auch Chancen. Begeisterung für Wissenschaft zu wecken und dabei auch Visionen nicht zu scheuen. Visionen, die an die Grenze des gegenwärtigen Wissens gehen und manchmal auch darüber hinaus. Das ist die Domäne unseres heutigen Gastes. Ich begrüße Herrn Professor Gerd Ganteföhr. Herzlich willkommen und ich will ihn kurz vorstellen. Nach seinem Diplom in Münster im Bereich der Astrophysik und der Promotion in Bielefeld zur Fotoemission von Clustern, einem Thema aus der Nanophysik, habilitierte sich Herr Ganteföhr am Forschungszentrum Jülich und ist nun seit 1997 Professor für Physik in Konstanz, oder wie man dort sagt, in Konstanz. Neben Forschungsaufenthalten in den USA ist sein Lehrauftrag zum Thema Energie und Klima an der Pädagogischen Hochschule Thurgau erwähnenswert. Hauptarbeitsgebiet von Herrn Ganteföhr ist die Clusterphysik, also die Erforschung der Eigenschaften kleiner Nanopartikel, die nur aus wenigen Atomen bestehen, sind also größer als die üblichen Lehrbuchbeispiele der Quantenphysik, aber kleiner als makroskopische Systeme wie etwa Kristalle und ist also ein spannendes Forschungsgebiet, das auch Anwendungen verspricht. Die Buchveröffentlichungen von Herrn Ganteföhr umfassen die Titel Klima, der Weltuntergang findet nicht statt, aus dem Jahr 2010. Anthropogene Klimafolgen werden darin keinesfalls geleugnet. Nicht, dass Sie sich zu früh aufregen. Weiterer Buchtitel, Alles Nano oder was? Nanotechnologie für Neugierige, 2013 erschienen. Das Buch hat den Literaturpreis des Fonds der chemischen Industrie erhalten. Dann Wir drehen am Klima, na und? 2015. Und schließlich das Buch, das den Anlass für die heutige Einladung bietet, Heute Science Fiction, morgen Realität, 2016 erschienen, alle bei Wiley VCH. Und bei dieser Gelegenheit darf ich darauf hinweisen, Sie haben sicher gesehen, dass Sie am Eingang bei Frau Langenstein von Kornberg
die Bücher erwerben können. Die letzten drei Titel sind vorrätig. Wir werden dann auch eine Pause machen, wie jedes Mal. Wer schon mal dabei war, weiß das, damit Sie noch mal ans Buffet gehen können, auch Getränke bestellen können oder Bücher signieren lassen können, je nachdem. Aber nun endlich für die nächste Dreiviertelstunde Bühne frei für Herrn Professor Gattefür. Vielen Dank für die schöne Einführung. Offensichtlich, ich glaube, Sie sind Physiker, weil Sie die Worte alle richtig ausgesprochen haben. Das ist schon gut. Ja, Sie haben schon an den Buchtiteln gemerkt, dass ich wohl nicht ganz im Mainstream in Deutschland beheimatet bin. In der Tat gab es also Wallis im Wissenschaftsverlag im Wesentlichen Fachliteratur der chemischen und physikalischen Forschung, also angewandte Chemie, ist eine der führenden internationalen Zeitungen in englischer Sprache, aber auch in der Physik publizieren. Und es gab vor 2 Jahren einen Brief von einem Forschungsinstitut der Klimatologen in Wuppertal, eng verwandt mit Potsdam Klimaforschungsinstitut. Die haben den Verlag gedrängt, mal die Veröffentlichung meiner Bücher zu stoppen, also meine Bücher zu verbieten. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in die Zone komme als Wissenschaftler, dass meine Bücher verboten werden. Also es ist ja eigentlich gut, dass sie verboten werden, nicht? Aber ist ein bisschen exotisch, muss ich sagen. Ich arbeite eigentlich in Nanotechnologie, es hat ein bisschen mit Klima zu tun, Feinstaub und solche Sachen, aber habe zwei große Vorlesungen, eine in der Schweiz an der Pädagogischen Hochschule im benachbarten Kreuzlingen und dann die andere natürlich im Masterprogramm Physik, Energie und Klima bei uns in Konstanz. Und meine Studierenden sind alle mehr oder weniger grün, zumindest grün bewegt. Und wir haben viele Diskussionen, aber das Ganze ist faktenbasiert. Wir haben also keine Fake News, wie es immer so schön heißt, auch wenn die Fakten aber dummerweise nicht in die Geologie passen, dann kann ich da jetzt auch nichts dafür. Ich bin als Wissenschaftler für die harte Realität zuständig, erstmal, also überprüfbare Fakten. Das ist jedenfalls meine Selbstwahrnehmung. Gut, zunächst mal, ich bitte Sie alle, die Sie in der interaktiven Aktion heute teilnehmen wollen, wir werden also Fragen an das Publikum stellen oder ich stelle Ihnen Fragen, Sie können anonym antworten und haben dazu diese Klicker. Also jeder, der mitmachen möchte, es ist ungefährlich, ich weiß nicht, was Sie klicken, Sie können also vollkommen, also von mir aus auch ganz Facebook oder was auch immer anklicken und wir werden damit ein Stimmungsbild des Saals bekommen. Ich bin da mal ganz neugierig. Benutze es in der Vorlesung jetzt regelmäßig und die Studierenden finden es super gut, weil es noch nie wissen, sie können sich also nicht blamieren, wenn sie eine falsche Antwort geben. Also wie gesagt, 1 bis 4 können Sie drücken, es gibt immer 4 Antworten, weil Sie das vom Fernsehen erkennen und da dachte ich, naja, das schaffen Sie vielleicht. Okay, gut. Die Klicker gibt es vorne, falls Sie die noch nicht haben. Eine wichtige Sache, ein so ein Ding kostet mich 40 Euro. Die gehören der Universität Konstanz, die das für solche öffentlichen Veranstaltungen, sofern die Klicker nicht gerade auf heute Sonntag in einer Veranstaltung gebraucht werden, darf ich die also mitnehmen und hier verwenden. Also geben Sie mir bitte wieder, weil ich muss die ersetzen, die wählen, die werden dann gezählt. Gut, das dazu, dann gibt es für die, also es hat dann diese Bücher, habe ich gerade gesehen, aber hier gibt es auch einen Flyer, der ist leider nicht für das Thema heute, weil ein neuer Flyer für das neue Buch, was im September rausgekommen ist, genau dieser Titel da, über Visionen habe ich nicht, aber wenn Sie auf meiner Homepage nachgucken wollen, was es alles für Daten gibt, da finden Sie die Homepage über diesen Flyer, der ist blau. Und das ist mein bisheriges Hauptthema in Energie und Klima gewesen. Ja, die Klicker hier sind solche kleinen Kästchen, also bitte nicht aus Versehen einstecken, mit nach Hause nehmen, ohne diesen Empfangsteil und so ein teures Programm und noch eine Lizenz können Sie damit nichts anfangen, auch keine Rechenaufgaben erledigen. So, wir machen jetzt 45 Minuten erstmal und ich werde einfach verschiedene Segmente der Wissenschaftsvision mitbringen, Ihnen mitteilen. Also was die Wissenschaft noch bringt. Viele in Deutschland, nicht draußen in der Welt, aber in Deutschland sind der Meinung, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Es wird keine neuen grundsätzlichen Entdeckungen geben. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, wie optimistisch, pessimistisch oder realistisch Sie hier im Saal sind. Und das werden wir mit einer ersten Frage dann mal probieren. Wie gesagt, Sie klicken dann. 1, 2, 3 oder 4 klicken. Und zwar, was unsere langfristige Zukunft ist. Mit langfristig meine ich jetzt nicht, was die Geophysiker so als langfristig empfinden. Unter 10.000 Jahren fangen die nicht an, überhaupt irgendwas zu überlegen.
sondern sagen wir mal 200 bis 500 Jahre, werden wir, wie einige meiner ölbewegten Studierenden meinen, in so einer idyllischen, autarken Naturzivilisation enden. Wir haben dann hier so ein autarkes Haus, keine Garage, nicht, also ist dann alles so rumgerührt. Wir haben hier die Windräder, Solarzellen und wir haben eine schöne Gegend. Ist das unsere Zukunft? Also so idyllisch, und wir meditieren viel, überlegen, wie schön die Welt ist. Die sind Humanisten, das heißt, sie können viel denken. Das müssen sie ja auch, nicht? Also, ja. Dann das Kontrastbild in den 70er Jahren, werden die Leute begeistert aufgesprungen, Science-Fiction, Städte mit irgendwelchen Flugobjekten, man fliegt zu den Sternen. Heute denken, oh Gott, ist das jetzt umweltgerecht? Also die Abgase von dem Ding da und so weiter. Aber trotzdem, ist das die Zukunft, die Hochtechnologie-Zivilisation? Und ich will Ihnen gleich sagen, was Sie heute zu hören kriegen, ist Teil einer zukünftigen Hochtechnologie-Zivilisation. Vielleicht wird es keine geben. Es gibt aber noch zwei weitere Visionen, die man so grob sortieren kann. Was erwartet uns Ihrer Meinung nach hier im Saal? Haben wir eine Klimahölle? Werden wir die Klimaerwärmung nicht unter Kontrolle bringen? Sie wissen schon von meinem einen Buchtitel, nicht, dass ich nicht dieser Meinung bin, aber vielleicht sind Sie ja dieser Meinung. Meinen Sie, wir schaffen das nicht mit der Eingrenzung der Erwärmung? Werden wir wirklich einen massiven Anstieg des Meeresspiegels haben, dass der Kölner Dom überflutet wird? Das war so ein Spiegeltitelbild, nicht? Und na gut, hier in Nürnberg nicht so schlimm, nicht, aber da kommen eben die Holländer alle. Und sie haben Stürme, ne, also Hurricanes überall und Dürren und Regen auch, also alles gleichzeitig. Also Klimahölle. Oder wird uns die Überbevölkerung killen? Also killen meine ich, dass der Lebensstandard zusammenbricht. Wir haben Migrationsprobleme. Zurzeit wächst die Weltbevölkerung um 1 Milliarde alle 12 Jahre. Das ist Heimatkunde. Also nicht für Deutschland, sondern die Welt. Ja? Also um 1 Milliarde alle 12 Jahre, ist ganz schön heftig. 1 Milliarde lebt in Afrika. Und wenn es hier immer mehr Menschen gibt, Rotverarmung, Bürgerkriege. Ist das unsere Vision? Oder die Hochtechnologie-Zivilisation, wir werden immer mehr Menschen haben, müssen wir denn dann eben in diese Megastädte, wie wir sie schon in Asien haben, reinpacken. Aber die haben dann sehr hohen Lebensstandard, auch sehr abwechslungsreich. Werden wir vielleicht zu den Sternen reisen? Oder haben Sie die Hoffnung in Deutschland begraben? Ja, also ich meine, mit diesen Elektrobikes kommen Sie da nicht hin. Da brauchen Sie schon irgendwas ein bisschen mehr. Naja, und neue Energiequellen oder eben diese idyllische Ökogesellschaft. Wenn dieser Punkt hier unten grün ist, so wie er jetzt grün ist, ne, dann können Sie klicken. Jetzt dürfen Sie also 1, 2 oder 3, 4 klicken. Und mir zeigt hier diese Zahl, die jetzt hochklickert an, wie viele Menschen bereits auf ihren Klicker geklickt haben. Jetzt haben also schon 42 Leute geklickt. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. 50, jetzt wird die Geschwindigkeit langsamer. Also es ist vollkommen risikolos. Ich natürlich, wenn Sie vollkommen falsch klicken, dann piept Ihr Klicker am Ende der Veranstaltung. Nein, das ist ein Scherz. Ich weiß nicht. Außerdem ist hier kein Paar falsch. Ich kann allerdings dem Programm sagen, welche Antwort, das habe ich hier nicht gemacht, welche Antwort richtig ist. Und die Studierenden, da kann ich am Schluss rausfinden, wer vollkommen daneben war und den nach vorne finden. Okay, es ist bei 67, ich mache mal jetzt Stopp. Jetzt können Sie also nicht mehr klicken und wir gucken mal. Aha, es gibt also zwei Sorten im Raum. Also ich wusste überhaupt nicht, was jetzt hier rauskommt. Ja? Sie sind Humanisten. Und zwar wurde mir gesagt, säkulare Humanisten, weil ich wollte nämlich bei der Frage nach der Existenz höherer Dimensionen ein bisschen auf den lieben Gott eingehen. Das wurde mir dann gesagt, das passt jetzt nicht. Okay, Sie sind also säkular. Und typisch für Deutschland, sorry, ist der Pessimismus. Ne? Durchaus, Sie haben aber das bewirkt, dass, was Sie also ganz richtig gemacht haben, nach meiner Einschätzung, ja, das ist eine Bewertung, das ist subjektiv, da gibt es keine Wissenschaft. Ich denke, und das ist ein Hauptmessage, auch vorgestern hatte ich einen Vortrag in Karlsruhe, was ich Ihnen gesagt habe, ist, Leute, ihr macht euch über das Klima Sorgen. Wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben ein Überbevölkerungsproblem. Und solange es immer mehr Leute gibt, ist das ganz schwierig, die CO2-Emissionen unter Kontrolle zu kriegen. Und Sie würden mir zustimmen hier. Das ist es ja. Sie sagen, Überbevölkerung ist wichtiger als Klimahölle. Und es gibt ein paar verstreute Optimisten, die denken, okay, vielleicht schafft es die Hochtechnologiegesellschaft, allen Menschen einen vernünftigen Lebensstandard zu bringen. Aber ich sehe, Sie sind tatsächlich auf, also es ist durchaus vernünftig, was Sie anklicken. Ja? Also die Ökogesellschaft, das Bild mit der Idee, das können Sie vergessen, angesichts der realen Probleme, die wir haben. Gut, wir machen jetzt einen auf Neugier. Also ich fühle mich hier verwandt in diesem
das ist gar nicht so alt, das Bild, das ist aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, hat das mal einer gemacht, sieht so ein bisschen nach Vormittelalter aus, weil die Erde flach ist. Aber als Physiker und als Naturwissenschaftler will ich also hinter die äußere Fassade der Natur schauen und sehen, was die Natur so treibt und mit diesen Erkenntnissen vielleicht irgendetwas machen. Und deswegen werden wir jetzt erstmal tatsächlich hinter die Fassade gucken und ich möchte Sie erstmal entführen an das Ende der Welt. Also kann man natürlich erstmal fragen, gibt es überhaupt ein Ende der Welt? Ja, es gibt ein Ende der sichtbaren Welt oder mit Einstein der uns zugänglichen Welt. Und zwar ist es so, dass die Lichtgeschwindigkeit die maximal mögliche Geschwindigkeit ist und das Alter des Universums ist 13,6 Milliarden Jahre. Das heißt, man kann nicht weiter gucken als 13,6 Milliarden Lichtjahre. Lichtjahre ist eine Distanz. Nicht, weil das Licht hatte einfach nicht genug Zeit seit der Entstehung des Universums, um von einem Ort, der weiter als 13,6 Milliarden Jahre Lichtjahre entfernt ist, zu uns zu kommen. So, und jetzt gucken wir da mal hin. Und das können wir machen mit dem Hubble Space Teleskop. Das ist nicht Google, sondern Hubble. Nicht, dass ich das durcheinander bringe mit dem Google Earth. Da können Sie jetzt nicht hingucken. Das Ding hat sich eine besonders langweilige, ich habe jetzt hier mal das hier ein bisschen abgedunkelt, ja, wir haben ein bisschen Licht hier, aber Sie können es noch sehen, ja, Wälder ist eben dummerweise ein bisschen dunkel, deswegen ist, ist der Hintergrund hier dunkel. Wir haben hier das Sternbild des Orion, das ist ziemlich groß. Ich habe das erst ewig nicht gefunden, ja, weil ich diese Vorträge mache seit 7 Jahren und dann habe ich gedacht, ich muss mal selber gucken, wo ist denn das Orion-Ding? Und dann habe ich da überall geguckt, ne? Und dann auf einmal fiel es mir auf, das ist so ein relativ großes Segment, was man, glaube ich, im Winter ganz gut sieht am Südhimmel. Also so ein viereckiges Sterngebilde aus 4 hellen Sternen, 3 in der Diagonale und die kleinen hellen, die sehen Sie mit bloßem Auge nicht. Aber, und jetzt gucken wir mal hier eine ganz besonders langweilige Stelle, die wäre jetzt hier ungefähr, wo keine Vordergrundsterne sind. Denn wir sind in einer Sterneninsel, einer Galaxie, relativ weit draußen übrigens. Das Zentrum der Galaxie ist 20.000 Lichtjahre entfernt, da ist richtig was los hier bei uns. Eher ruhig, was gar nicht so schlecht ist für die Entwicklung des Lebens. Aber trotzdem, wir sind also sozusagen in einem Wald und versuchen zum nächsten Wald zu gucken. Wir müssen jetzt eine Lücke zwischen den Bäumen finden, um den nächsten Wald zu sehen. Und das hat das Space Teleskop gemacht. Es wurde eine Woche lang auf einen möglichst langweiligen Fleck, und jetzt muss ich mal aus diesem Programm hier raus, da fängt das mal an zu spinnen an hier mit den Klickern, und in einen kleinen Film zeigen. Und da sieht es so ein bisschen aus, als würden wir mit dem Hubble Space Teleskop tatsächlich zum Ende der Welt reisen. Sie sehen hier oben links das Sternbild des Orions, das verschwindet jetzt. Wir bewegen uns mit dem Zoom des Space Teleskops jetzt zwischen den Vordergrundsternen hindurch. Das sind alles noch Sterne aus unserer Milchstraße, der Spiralgalaxie. Wir verlassen jetzt unsere Spiralgalaxie mit 100 Milliarden Sternen, bewegen uns in den intergalaktischen Raum zwischen diesen Wäldern aus Sternen. Und jetzt, was wir jetzt haben, hier sind eigentlich praktisch nur noch ein paar Struggler, aber Sie sehen schon, die Form der Lichtflecke ist nicht mehr so rund, das sind keine Sterne mehr, das sind alles Galaxien, wie unsere eigene Milchstraße. Und hier ist jetzt dieses Hubble Deep Field, das Bild vom Ende der Welt. Der Film ist dann leider auch relativ abrupt zu Ende, aber ich habe das dann nochmal vergrößert, dass wir jetzt zurückkommen. Hier in meiner Präsentation, jetzt muss ich mal sagen, das ist immer kompliziert. So, das ist jetzt ein vergrößertes Bild. Was hat er denn? Das hat er noch nie gemacht da oben. Naja, okay. Hier haben wir also eine Vergrößerung aus dem Hubble Deep Field, also diese Aufnahmen, eine Woche belichtet, weil nur ganz wenig Licht kommt. Diese Galaxien hier, die sind ganz jung. Sie sind einige 100 Millionen Jahre durcheinander bringen. Das passiert in der EU auch immer. Also ob man nach Griechenland 80 Millionen oder 80 Milliarden überweist, das ist jetzt schon ein großer Unterschied. Also einige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, die sind ganz jung. Trotzdem gibt es die schon, was äußerst erstaunlich ist, das kann sich die Physik nicht so richtig erklären, nur mit der Zuhilfenahme einer zusätzlichen Materieform, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und das Interessante ist aber hier der dunkle Raum, der so dunkel und schwarz aussieht. Von dort gibt es eine sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, das ist das Nachglühen des Urknalls. Diese Aufnahme beinhaltet zwei der insgesamt 4 fundamentalen physikalischen Indizien dafür, dass das Universum tatsächlich
im Urknall entstanden ist. Die Galaxien flüchten in fast Lichtgeschwindigkeit von uns, die entfernen sich, das kann man messen, und dieser schwarze Bereich zwischen den Galaxien emittiert die Strahlung, die sehr gut passt zu der Theorie des Nachglühens des Urknalls. Wir sind also tatsächlich, mit mir manchmal das ganze Universum, vor 13,6 Milliarden Jahren entstanden. Also nicht wir Menschen, wir sind erst 2 Millionen Jahre alt oder so, aber die Welt insgesamt. Jetzt meine Frage an Sie, welche Aussage ist richtig? Also haben Sie noch Neues zu entdecken oder nicht? Ist das Wesentliche? Ist nicht richtig. Also eine der Aussagen ist falsch. Oder mehrere. Nein, eine ist falsch. Und, ja, gut, dann sagen wir mal, mal gucken, was Sie meinen. Die Physik hat alle wesentlichen Naturgesetze entdeckt und kann sie erklären. Wesentliche Naturgesetze, also Energieerhaltung und solche Sachen, Gravitationsgesetze. Und kann sie erklären. Alle fundamentalen Messergebnisse, wie zum Beispiel der Durchmesser und die Masse des Elektrons. Wir selber bestehen aus Atomen, Kernproton, Neutron und Elektronen. Das sind nur drei Sortenteilchen, relativ überschaubar, nicht? Und eines dieser Fundamentalteilchen, aus dem wir selber bestehen, ist das Elektron. Und das hat einen Durchmesser und eine Masse. Ne? Schwer. So, und das können wir natürlich erklären als Physiker. Oder nicht? Gut, die Urknalltheorie liefert eine Erklärung für den Urknall. Ich meine, sie heißt ja Urknalltheorie, da sollten sie ja platonisch auch eine Erklärung für den Urknall liefern, ne? Sonst wäre es ja schon ganz schöner Mist. Oder die Menschen werden keine neuen Energiequellen entdecken, denn es sind alle vier Naturkräfte, es gibt vier, das ist ganz lustig, meine Studierenden, die kann ich fragen, wie viele Naturkräfte kennen sie? Und die sagen, keine. Und das ist richtig, weil die eben keine kennen, nicht? Aber wir kennen eben als Physiker vier Naturkräfte und nicht fünf und auch nicht drei, sondern genau vier. Und wir wissen auch, ja, es gibt eben diese vier. Und das Naturgesetz der Energiehaltung, das ist fundamental für die Fragestellung der Energie. Das hat was mit der Homogenität der Zeit zu tun. Und wir haben es auch noch verstanden. Was meinen Sie denn, der Punkt ist grün? Welche dieser Aussagen ist falsch? Man drüber grübeln, nicht? Was ist falsch? Eine ist falsch. Ich glaube, das vielleicht mehrere. Aber dann hätten Sie ja trotzdem, wenn Sie eine als falsch deklarieren, trotzdem recht, nicht? Also es muss nicht unbedingt so sein, dass nur eine Nennung die richtige Antwort ist. Die sagen mir vorhin 65, 65, 67, boah, es wird immer mehr. Sie haben Mut. 69, 70. Okay, jetzt gebe ich Ihnen noch 3 Sekunden an den Schluss. 3, 2, 1 und die 0. 75 Leute. Und? Oh shit. Ich wusste es. Das Ding hat. Ja, es hat nichts. Ist das von Ihnen? Haben Sie so gedrückt? Nee, weil ich zweimal drücken musste, das ist, irritiert mich. Manchmal spinnt das Ding und gibt mir dann die Antwort. Fühlen Sie sich damit? Jetzt können Sie ja nicht wissen. Ne? Das ist ja blöd. Weil er hat komisch reagiert. Manchmal gibt er mir das Bild vom letzten Mal. Das kann eigentlich nicht sagen, naja. So, Sie finden also, dass das falsch ist. Ja, mehrheitlich. Da haben Sie recht. Warum werden wir diesen Wortlang sehen? Es gibt noch ein paar. Das war jetzt eine Trickfrage. Alle vier Aussagen sind falsch. Wir können weder die Masse noch den Durchmesser des Elektrons erklären. Das Elektron ist nämlich punktförmig. Es ist eine Singularität. Was bedeutet, dass die elektrische Feldstärke ist ja negativ geladen. Wenn sie zwei Elektronen zusammenbringen, stoßen die sich ab. Und was der Physiker so macht, er bringt sie immer dichter zusammen und die abstoßende Kraft wächst mit dem 1 durch R Quadrat Gesetz. Also es wird immer größer, weil sie sie dichter zusammenbringt. Das geht quadratisch mit dem Abstand, muss auch im dreidimensionalen Raum so sein. Und dieser Prozess geht in alle Ewigkeit so weiter. Sie können sie immer näher zusammenbringen und es geht immer mit R Quadrat nach oben, gegen unendlich. Was auch bedeutet, dass die Energie in diesem elektrischen Feld unendlich hoch ist, was gar nicht geht. Die Selbstenergie des Elektrons, das integrale Energiedicht des elektrischen Feldes, was es so gibt, ist unendlich. Geht nicht. Können wir nicht verstehen. Jedenfalls nicht, man kann es nicht verstehen. Die Urknalltheorie kann natürlich alles erklären, bloß den Urknall nicht. Und noch so ein paar andere kleine Details wie die Inflation. Kann es nicht erklären. Inflation ist jetzt nicht der Euro und der Draghi, sondern das ist die Inflation, inflationäre Ausdehnung des Universums. Und natürlich
können wir nicht ausschließen, dass es noch mehr Naturkräfte gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber was wir vor allen Dingen nicht erklären können, ist, warum gibt es denn 4 Naturkräfte und warum sind die so unterschiedlich? Und warum ist die Gravitation so viel anders als die anderen 3 Naturkräfte? Haben wir überhaupt nicht verstanden. Gravitation ist eine ganz andere Kraft, die sich hier in den Sitzen hält, wie die elektromagnetische Wechselwirkung, die für das Licht und für die Bindung der Moleküle zuständig ist. Wir wissen nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Da gibt es noch jede Menge zu entdecken. Und das heißt, die Annahme, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass wir also keine neuen Entdeckungen, wie wir sie in den letzten 150 Jahren so dramatisch gemacht haben, die ist äußerst gewagt. Es könnte ja jemand daherkommen und sagen, oh, wenn ich meinen Quadrat so liege, dann liefert der auf einmal aus der 4. Dimension Strom und ich brauche keine Windräder mehr. Dann ist diese Annahme von langfristig, ja, also da kann noch viel passieren. Jetzt kommen wir mal nach dieser Einstimmung. Also ich glaube, wir haben noch ganz viel zu entdecken. Allerdings, es ist jetzt nicht mehr so einfach, wie damals, als das Rad entdeckt wurde. Nicht? Die haben da so ein Holzstück, machen das rund und dann rollt es auf einmal. Das war so relativ einfach, das können Sie in Ihrer Werkstatt zu Hause so leicht machen. Aber die großen Fragen, die heute offen sind, warum passt die Gravitation nicht zu den anderen 3 Naturkräften? Da brauchen Sie solche Biester wie am CERN, also wirklich große Maschinen, um da die Natur zu erkunden. Und auch hier für diese Frage, gibt es jetzt wirklich einen 2. Planeten, der erdähnlich ist, für uns vielleicht bewohnbar, in unserer kosmischen Nachbarschaft? Und was heißt eigentlich kosmische Nachbarschaft? Also ist das vollkommen eine Spinnerei, dass wir so einen 2. Planeten, also ich weiß, in Deutschland hat man die Hoffnung aufgegeben, Raumfahrt ist sowieso viel zu teuer und das stürzt sich mal ab. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Bildschaltung schreibt nächste Woche 2. Erde entdeckt. Und zeigt so ein Bild von so einem blauen, verschwommenen Ball neben einer Sonne. Ja, na, bis jetzt sind Sie immer nach Mallorca in Urlaub gefahren, ne? Und dann haben Sie so ein anderes Ziel. Also da würde ich jetzt auch gerne mal hin. Oder ist das Spinnerei? Also, was ist falsch nach heutigem Wissen? Ich mache den Buch mal gleich grün, da können Sie schon mal klicken, wenn Sie Lust haben. Was ist nach heutigem Wissen? Das ist ein bisschen Spekulation oder Wahrscheinlichkeitsaussagen. Auf dem Mars gab es früher Flüsse und auch heute noch gibt es dort Bäche. Oder hat sich der Nerd dafür das ausgedacht, um seine Studierenden zu nähren? Etwa jede 2. Sonne in der kosmischen Nachbarschaft der Erde hat vermutlich Planeten. Wahrscheinlich gibt es viele blaue Wasserplaneten, ähnlich der Erde, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Leben, denn die Entstehung von Leben ist extrem unwahrscheinlich. Jetzt müssten Sie natürlich die gängigen Theorien von der Entstehung des Lebens kennen, um zu ermitteln zu können, wie wahrscheinlich ist das? Ist das jetzt nur die Erde? Sind wir einmalig? Oder Nummer 4, ein Gesteinsplanet im richtigen Abstand von seiner Sonne, also wir sind Gesteinsplaneten, der Saturn ist ein Gasriese, ein Gesteinsplanet im richtigen Abstand von seiner Sonne verfügt wahrscheinlich über Gewässer und dort wird sich ähnlich wie auf der Erde innerhalb von einigen 100 Millionen Jahren, das ist jetzt kurz für die Geophysiker, in einigen 100 Millionen Jahren einfaches Leben entwickeln. Was meinen Sie, meine Damen und Herren? Welche Aussage ist falsch? 3 sind richtig, das ist diesmal eine richtige Frage, es ist nicht nur eine falsch. Welche ist am falschesten? Und ich zeige Ihnen da ein paar Bilderchen zur Illustration, damit Sie mir das glauben. Das hat dann was damit zu tun, ob wir vielleicht einmalig sind mit unserer Erde, sagen wir mal, einmalig im Umkreis von so, sagen wir, 5000 Lichtjahren, was so, das ist dann jetzt wirklich weit weg, irgendwo in der Milchstraße, kann natürlich alles Mögliche sein, aber so in so einem vernünftigen Sektor unserer Milchstraße. Was ist da, womit ist da zu rechnen? Was weiß man heute? Was weiß man heute über sogenannte Exoplaneten, Planeten, die um andere Sonnen rotieren? Kann man die direkt sehen? Wie ist die Lage? So, vorhin hatten wir wie viele? 70, ne? Oder? Oder war es, ja, haben wir jetzt noch ein bisschen mehr? Oder haben wir noch mehr? Also, 3, 2, 1 und die 0. Wieder nicht. Ja, das ist wieder dasselbe. Das hatten wir gerade schon, oder? Nee. Warum muss ich denn jetzt zweimal klicken? Das ist doch komisch. Haben Sie das geklickt? Nein, weil ich zweimal klicke. Irgendwie der Rechner, der spielt immer. Das ist, oder ich muss mal... Also, wie viele von Ihnen haben denn... Also, die meisten von Ihnen sind der Meinung, dass tatsächlich die Aussage, jede 2. Sonne hat Planeten, richtig ist, oder? Ja. Ja, okay. Handzeichen.
Ja, ich will nur wissen, ob der Rechner... Aber das ist ja ein anderes Muster, als was wir gerade hatten. Nicht, dass er mir jetzt immer dasselbe Muster bringt. Gut, und Sie sind der Meinung, auf dem Mars gab es früher Flüsse und so weiter, dass das falsch ist. Das meinen einige von Ihnen, ja? Wer kann mal eben kurz nicken, ja? Heute noch Fächer. Ja, ich gehe mal eben hier hin. Das ist ein versteinertes Flussdelta auf dem Mars, aus der Zeit, als der Mars noch eine viel dichtere Atmosphäre hatte und es offenes Wasser, Seen und Flüsse gab. Und heute noch gibt es in Meteoritenkratern in der Steilwand im Mars Sommer am Äquator Becher aus Salzwasser, denn nur Salzwasser ist bei den Bedingungen von etwas unter 0 Grad flüssig, die dort im Hochsommer runterfließen und dann wieder anfrieren. Das ist heute nachgewiesen. So, die Aussage ist also richtig, die Aussage ist sowieso richtig. Die beiden Aussagen widersprechen sich. Und meine schlauen Studenten hätten schon längst festgestellt, dass sich die beiden Aussagen direkt widersprechen, kann es nur eine von den beiden sein, die falsch ist. Vorausgesetzt, ich habe wirklich nur eine, die falsch ist. Und tatsächlich ist die Nummer 3 falsch. Nach den heutigen Erkenntnissen, also die haben ja schon fast, ja, also die haben mir das hier mit dem Pech nicht geglaubt, ne? Ist aber so, wir haben Becher entdeckt, also wir, meine ich, die Wissenschaftler. Tatsächlich ist das falsch. Es ist heute, nach heutiger Erkenntnis von den Leuten, die sich mit der Entstehung von Leben beschäftigen, ist es so, wenn wir einen Gesteinsplaneten im richtigen Abstand haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass er Wasser hat. Das Wasser stammt von Meteoriteneinschlägen. Dazu ist es ganz hilfreich, wenn man solche Gasriesen in etwas größerem Abstand von der Sonne hat. Also das haben wir im Sonnensystem, Saturn und Jupiter. Denn die lenken aus der Oortschen Wolke, das ist so eine Wolke weit draußen mit Kometen, die Wasser enthalten, ab und zu mal auf die Gesteinsplaneten und lassen es da regnen, sodass es Wasser gibt. Aber wenn wir Wasser haben, flüssiges Wasser, dann ist es äußerst wahrscheinlich, dass sich zumindest sehr einfaches Leben bildet. Und wie es losgegangen ist, ab dem ersten Einzeller ist eigentlich alles klar in der Evolutionsbiologie, aber der erste Einzeller, wie der entstanden ist, das ist noch ein bisschen unklar. Aber Nummer 3 ist falsch. Deswegen will man eigentlich eine Expedition starten hier zu diesem Biest. Das ist ein Saturnmond und da ist man dann schon ziemlich lange unterwegs. Enceladus, wäre er näher an der Sonne, wäre es ein reiner Wasserplanet. Er wäre von einem Ozean bedeckt, denn das weiß ich hier, ist Wassereis. Aber man weiß, dass unter, oder sagen wir mal vermutet, dass unter dieser Eisdecke hier ein Ozean, ein warmer Ozean, der geothermisch geheizt wird, existiert, denn hier gibt es diese Tiger Stripes, Tigerstreifen, aus denen kommt Wasserdampf, und zwar Salzwasserdampf raus. Und deswegen ist man sich ziemlich sicher, dass da ein warmer Ozean seit vielen Milliarden Jahren existiert. Und wenn die Haupttheorie, dass das Leben in solchen geothermischen Bends in der Tiefsee, also im Nordatlantik, am Mittelatlantischen Rücken entstanden ist, richtig ist, dann gibt es dort auch Leben. Und das wäre natürlich eine Sensation. Denn wenn es sogar auf einem Mond im Sonnensystem Leben gibt, da gibt es überall Leben. Ja, das Problem ist, also die Exoplaneten, man hat über 3000 inzwischen entdeckt, in der Nachbarschaft, 20, 30 Lichtjahre von hier. Das Problem ist, man findet die Großen sehr gut hier, also wie unser Jupiter, unser Saturn, aber unsere Erde, das ist hier dieser kleine Fleck. Und neben dieser riesen hellen Sonne ist das sehr schwer zu messen. Man braucht dazu noch bessere Teleskope als das Hubble Space Teleskop. Aber ich denke, dass ich das noch erleben werde. Und die Jüngeren unter Ihnen... Ja, war also schon ein bisschen älter als meine Studierenden, nicht? Das muss ich schon sagen, aber nicht alle. Also die Jüngeren unter Ihnen werden es sicher erleben. Ich denke, 20, 30 Jahre, wir haben ein großes Teleskop in der Umlaufbahn. Und dann kann man es optisch trennen, nicht bloß die großen Roma, sondern auch tatsächlich die Sonne trennen von einem erdähnlichen Gesteinsplaneten. Die sind eben klein. Und sobald ich das Licht trennen kann, kann ich es analysieren. Ich kann die Zusammensetzung der Atmosphäre feststellen. Ich kann feststellen, ob sie Sauerstoff enthält. Ein ziemlich sicheres Zeichen von Leben. Und ich kann feststellen, ob es Autoabgase dort gibt. Ein Indikator für intelligentes Leben. Jo, dann wollen wir da hin. Dann wollen wir da hin. Jetzt, wie kommen wir denn da hin? Ja, und zwar schon Alpha Centauri, das ist das benachbarste Sonnensystem. Ist nicht so weit weg. Lächerliche 4 Lichtjahre. Also das Licht ist 4 Jahre hier unterwegs. Das ist natürlich ziemlich schnell. Das Licht ist ja mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und das braucht bis zum Mond wie lange? 1,3 Sekunden. Wow. Wer hat das gesagt?
Ach, da hinten. Aha, ja. Sehr gut. 1,3 Sekunden. Ich dachte, es waren 1,2, aber es ist ja so ein bisschen variierter. Sehr gut. Also eine Sekunde bis zum Mond und zurück auch wieder eine Sekunde. Das heißt, ja, das ist ziemlich schnell. Jetzt wäre die Frage, wie lange, mal gucken, was kommt, das ist wieder eine Frage an Sie. Ich will Ihnen ein bisschen die Entfernung von 4 Lichtjahren, das ist das nächste Sternsystem, was, es gibt Indikatoren dafür, aber nicht absolut sicher, dass es dort einen Planeten gibt, der vielleicht sogar den richtigen Abstand hat. Es sind 3 Sterne, aber ich glaube von, nicht Proxima Centauri, sondern Centauri A. Da ist dieser Planet lokalisiert, über den diskutiert wird. Man hat die dann nicht eindeutig bestimmt, ob es tatsächlich einen gibt. Es gibt Hinweise. Wie lange würde man mit einem raumtauglichen Auto, und Sie hätten da, sagen wir mal, uns leicht zu rechnen, 100 Stundenkilometer. Also Sie können ja in Deutschland auf der Autobahn 180 oder 240 fahren, aber das ändert jetzt nicht so richtig was an dieser langen Zahl. Was meinen Sie, was richtig ist? Ich klicke mal an, Sie können schon klickern. Brauchen wir 4.000 Jahre, 40.000 Jahre, 400.000 Jahre oder 40 Millionen Jahre, um dahin zu kommen? Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben, hier als Autofahrernation, wie lange bräuchte ich dahin mit dieser Geschwindigkeit? Also es ist weit. Ne? Auf jeden Fall deutlich länger als Ihre Lebenserwartung. Selbst 4.000 Jahre wäre ja länger als Ihre Lebenserwartung, selbst wenn es uns mit der Nanomedizin gelingt, die Lebenserwartung ein wenig zu erhöhen. Aber nach 4.000 Jahren hätten Sie schon ganz schöne Gelenkschwierigkeiten, Arthritis und so weiter. Also das wird dann schwierig. Aber ja. So, Ihre Klickereifrigkeit hat ein bisschen nachgelassen, oder Sie können sich nicht entscheiden. Ich gebe Ihnen noch 3 Sekunden. 3, 2, 1 und 0. Und wir gucken mal. Ja, ich muss zweimal klicken. Es ist aber anders. Aus irgendwelchen Gründen muss ich zweimal klicken, was komisch ist. Aber Sie haben nicht recht. Also das ist jetzt, ja, also meine Studierenden schaffen das häufiger, so meine Fragen so zu beantworten. Ist vollkommen richtig. Also die absurd hohe Zahl von 40 Millionen Jahren. Das heißt, mit dem Auto geht es nicht. Außerdem braucht es die Energie für die Zeit. Das Entscheidende ist die Energiedichte. Das heißt, Kernenergie, die Deutschland gar nicht mag, hat was mit Raumfahrt zu tun. Jedenfalls der interstellaren Raumfahrt. Wir haben hier so ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse von den Amerikanern. Franzosen haben auch so was, zumindest auch Russen. Sie mögen die Dinger nicht, aber es gibt sie trotzdem. Das ist also so ein Biest, was also atomgetrieben ist. Das ist so ein kleiner, ich glaube, 300 Megawatt Reaktor. Oder vielleicht sogar, nee, ich glaube, nur einer ist da drin. Als Antrieb. Und der wird mit Uran betrieben. Also ein Spaltungsreaktor, allerdings so kompakter, nicht so groß, ein Kernreaktor, wie er da überall rumsteht, der geht ja nicht da rein. Das ist also ein kleiner Taschenreaktor. Ja, schon ein bisschen größer, hat auch nicht schwer. Meine Frage ist, wenn Sie wissen es ja aus dem Film Das Boot, sehr berühmt, ich glaube, Buchmann hat das gut geschrieben dazu, aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man mit Batterien, also wenn man getaucht fährt, dann ist dann nach einem Tag die Batterie alle. Das ist so Batterie. Batterie ist nicht gut, also zu wenig Energiedicht. Damit kommen Sie auf gar keinen Fall. So nach Proxima Centauri. Dann können Sie mit Diesel fahren, dann brauchen Sie einen Schnorchel, weil Sie den Sauerstoff aus der Luft mitnutzen, dann kommt man eben recht weit mit, da können Sie bis nach Amerika Diesel. Da reicht dann die Energie für einen Monat Antrieb. Die Brennstäbe. Wie oft müssen diese Biester ihre Brennstäbe wechseln? Da habe ich jetzt gar keine Klickerfrage. Das frage ich so direkt an Sie. Was meinen Sie? Wie oft? Einmal im Jahr, bitte? Alle paar Jahre. Alle paar Jahre? Nie. Nie? Optimisten. Nie ist richtig. Und zwar, die Lebensdauer dieser Viecher ist 40 Jahre. Die werden gebaut. Und dann laufen sie mit der Energie, die im Uran steckt, bis an ihr Lebensende nach 40 Jahren, dann verrosten die oder was auch immer, oder die Computerschnittstellen sind nicht mehr kompatibel, was immer mit den Laptops passiert. Jedenfalls, nie ist richtig. Das Ding wird gebaut um den Reaktor herum. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass es sich um hochangereichertes Uran handelt, das eben deswegen auch länger hält. Das heißt, wenn wir Raumfahrt betreiben wollen, in diese langen Distanzen, und wir wollen da Menschen hinschicken oder auch Maschinen, brauchen wir Strom. Das ist eigentlich mit Energieformen der erneuerbaren Energien oder auch mit anderen gängigen Energieformen nicht möglich. Das geht nur mit Kernenergie, wenn wir zu den Sternen greifen wollen. Und eine der attraktivsten Energieformen ist der ITER. Das ist der große Fusionsreaktor. Das ist hier ein Projektbild, der zurzeit im Bau ist, in Canarache in Südfrankreich. Wir haben hier einen Menschen daneben stehen,
Das ist das Sonnenfeuer selber, was hier die internationale Gemeinschaft versucht, ja, anzuzapfen. Eine Energiequelle der Kernphysik auch, aber nicht die Spaltungsphysik, sondern hier wird Fusion betrieben von leichten Kernen. Dann startet mit dem Wasserstoff, also dem Atomkern des Wasserstoffs, das ist ein einzelnes Proton. Und wenn man diese Atomkerne, sehr leichte Atomkerne zusammenbringt zu größeren Atomkernen, der nächstgrößere stabile ist dann erstmal das Helium, da wird also Wasserstoff in der Sonne zu Helium fusioniert. Dazu muss es sehr heiß sein, weil sich die Protonen positiv geladen gegenseitig abstoßen. Das heißt, sie müssen mit Schwarm zusammenstoßen und im Innern der Sonne haben wir tatsächlich 14 oder 15 Millionen Grad. Das kann man jetzt in Celsius oder in Kelvin angeben. Kelvin ist die physikalische Temperatur, spielt keine Rolle, ist auf jeden Fall ein Haufen. Und in dem Fusionsreaktor, weil der nicht so groß sein kann wie die Sonne, das hat wieder was mit der Energiedichte zu tun, brauchen wir sogar 200 Millionen Grad. Und wir haben als Ingredienz hier nicht Wasserstoff, dazu müsste die Temperatur noch höher sein, sondern das macht man mit Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoffisotope, die gibt es aber in der einen oder anderen Form auf der Erde. Das Tritium muss aus Lithium erbrütet werden, aber das geht. Das ist so ein Traum der Menschheit. Und da will ich Ihnen eine Vision mitteilen. Eine Vision, wie sich diese Randbedingungen, es ist sehr schwierig, die Fusion zum Laufen zu bringen, also das Sonnenfeuer auf die Erde zu holen. Ein anderer Traum der Menschen. Ein Antrieb, also die Sonne läuft ja 8 Milliarden Jahre lang relativ ungeändert, die verändert sich ein bisschen mit diesem Antrieb. Und das wäre für uns auch eine unendliche Energieform. Und da gibt es eine Vision, die ich Ihnen mitteilen will. Nämlich dieses Plasma, das ist die erste Version hier oben. Dieses Fusionsplasma, das kann kein Festkörper berühren. Das ist also natürlich, das ist nicht ein Gas, sondern bei der hohen Temperatur sind Elektronen und Atomkerne getrennt. Das ist eigentlich eine neue Erscheinungsform der Materie, hat aber auch Druck. Das muss irgendwie zusammengehalten werden. In der Sonne macht das die Gravitation. In einem Fusionsreaktor können Sie das nur mit Magnetfeldern machen. Weil Sie können es nicht, es gibt kein Material, was diese Wahnsinnstemperaturen aushält, sondern Sie müssen das mit Magnetfeldern machen. Dazu braucht man sehr starke Magnetfelder. Und deswegen hat der ITER hier diese komischen Dinger, das ist ein Vakuumgefäß, hier drin ist das Fusionsplasma, das ist ringförmig, weil das umwickelt ist mit supraleitenden Spulen, die machen so etwa 10 Tesla. Das ist schon ein ordentliches Feld. Bei solchen Feldern zum Beispiel würden selbst unmagnetische Materialien anfangen, Magnetismus zu zeigen. Und wir haben, glaube ich, bei uns im Institut einen Magneten, der macht in einem kleinen, ungefähr wasserglasgroßen Volumen, macht der, ich glaube, 10 oder ein bisschen mehr Tesla und da schwebt eine Maus. Also das macht der Maus nichts, weil Maus ist ja nicht magnetisch, außer sie hätte einen Herzschritt machen, das wäre jetzt schlecht für die Maus. Aber die schwebt. Sie können also mit dieser sehr starken magnetischen Kraft die Schwerkraft kompensieren und das wäre dort auch. Aber das reicht eben bei weitem nicht aus. Wenn ich noch stärkere Magnetfelder machen könnte, ohne zu großen Energieaufwand, dann könnte ich kleinere Fusionsreaktor bauen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten so einen Taschenfusionsreaktor. Das wäre so ein Kasten, da füllen Sie ein bisschen Deuterium rein, alles andere, dann Lithium brauchen Sie vielleicht auch noch. Und dann kommt da mit zwei so dicken Geilen, und da hätten Sie so eine 64 Ampere Drehstromstecker, oder gut, Sie brauchen eine Turbine, ist ein bisschen blöd. Aber jedenfalls setzen Sie so einen Stecker dran und da kommt Strom ohne Ende raus. Ja, wenn wir ein bisschen größer brauchen, wir eine Turbine, die Wärme umwandelt in Strom. Aber es wäre jedenfalls eine Energieform, die fast keinen Atommüll macht, also ein Faktor 100 weniger als die Spaltungsreaktoren, und es würde für Hunderttausende von Jahren Strom liefern. Wir brauchen damit starke Magnetfelder, und wenn wir einen Supraleiter haben, das ist ein Material, was den elektrischen Strom ohne Widerstand leitet. Sie würden eine Spule haben, Sie wissen ja, wenn Sie Draht wickeln um Eisenkern oder auch ohne Eisenkern, schließen den Strom an, die Strom ist ein Magnetfeld da. Ne? Das haben Sie vielleicht in der Schule. Na gut, Physik kann man abwählen. Stattdessen so Sport machen. Okay, naja, also jedenfalls, das ist so kupferlänglich gewickelt. Strom durch Magnetfeld. So, da müssen Sie aber immer Energie reinstecken. Und beim Supraleiter können Sie die beiden Enden, nachdem Sie das anlaufen haben, also es fließt Strom durch, schnell verbinden, dann fließt der für alle Ewigkeiten weiter, ohne Widerstand. Das Magnetfeld ist immer da. Und
Wenn Sie einen Raumtemperatur-Supraleiter haben, dann kann der eben sehr, sehr starke Magnetfelder fast ohne Energieverluste machen. Und damit könnten Sie diesen Reaktor, diesen Fusionsreaktor, sehr viel kleiner machen. Das wäre eine Revolution. Und da haben wir geforscht an Hochtemperatur-Supraleitern, wie mein Fachgebiet der Nanopartikel, da haben wir tatsächlich solche Materialien schon gefunden, auch nur als Nanopartikel, die eine höhere Stromtemperatur haben. Das ist ein Detail der Festkörperforschung, die im Augenblick stattfindet. Hochtemperatur-Supraleiter oder Raumtemperatur, also bei unserer Temperatur, wäre super. Bis heute muss man diese Viecher und das Raum hier mit flüssig Helium kühlen auf 4 Grad Kelvin, was absolut aufwendig ist. Ja, eine andere sehr lustige Energieform, die man nutzen könnte, wären schwarze Löcher. Und es ist heute umstritten, ob es schwarze Minilöcher gibt. Also Sie kennen ja schwarze Löcher. Nee, kennen Sie nicht, ne? Kann man auch gar nicht kennen, weil die gehören nicht zu unserem Universum. Das sind Singularitäten, da ist die Schwerkraft so groß, dass es das Licht nicht schafft, aus dem Schwerefeld rauszukommen. Wenn ich hier diesen Laser nach oben richte, dann arbeitet er sich im Schwerefeld der Erde nach oben. Und da jede Energie auch Masse hat, egal wie c Quadrat, kostet das Energie. Das merkt man jetzt so nicht, weil das Licht eben nicht viel Energie verliert, aber der ist da oben ein bisschen röter als unten. Er hat oben etwas weniger Energie. Wenn wir jetzt eine viel stärkere Schwerkraft hätten, dann wären sie hier alle eine ungefähr 1 mm hohe Schlagschicht und mehr nicht, weil sie platt wären. Aber dann käme das Licht nicht raus aus dem schweren Feld. Dann hätten wir hier Neutronenstern und noch ein bisschen mehr dann eben eine Singularität, ein schwarzes Loch. Es könnte sein, dass es ganz kleine schwarze Löcher gibt. Die kann man elektrisch laden. Also Ladung haben sie und dann kann man sie mit elektrischer Ladung auch festhalten in so einem elektrischen Feld. Dann hätte ich jetzt hier so ein schwarzes Loch. Und man hat eben die Idee, dass man solche mini-schwarzen Löcher am CERN erzeugt. Und da gibt es so ein Zeichentrickfilm von Simpsons, von diesem Matt, wie heißt er, der Simpsons gemacht hat. Da ist so ein schwarzes Loch entflohen und das frisst dann die Erde auf. Das ist so ein Katastrophending. Ja, ist relativ unwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass es solche schwarzen Mini-Löcher gibt. Wir haben noch keins gefunden. Sie widersprechen keinem Naturgesetz. Es könnte sie geben, aber Stephen Hawking hat vorher gesagt, die zerstrahlen. Obwohl sie eigentlich gar nicht zerstrahlen würde, gibt es extra eine Strahlung, die heißt Hawking-Strahlung. Aber wenn man schwarze Löcher hätte, die man handeln könnte, dann hätte man die stärkste Energiequelle des Universums, denn die Quasare, die extrem viel Energie abstrahlen, die stärksten Energiequellen, die wir kennen im Universum, die laufen mit schwarzen Löchern. Könnte natürlich ein bisschen eine gefährliche Energie, also wenn Sie von der Kernenergie eines Uranspaltungsreaktors Angst haben, dann empfehle ich nicht, mit schwarzen Löchern zu arbeiten. Die sind noch gefährlicher, viel gefährlicher, aber sie sind faszinierend. Naja, also die Physiker versuchen mal eins herzustellen, mal gucken. Und natürlich die dunkle Energie, die Expansion des Universums beschleunigt, das ist mein Wecker, wir haben jetzt die Kaffeepause, aber eben noch zu Ende reden. Die Expansion des Universums beschleunigt, ja, eigentlich sollte nach dem Urknall, puff, sollte die Explosionswolke langsam abbremsen, weil sich die Massen gegenseitig anziehen. Also alle haben erwartet, dass wir am Anfang eine Raseninflation, Expansion hatten und dann wird das immer schlapper, wie bei einer Explosion, wird alles schlapper. Aber was man gemessen hat, die Expansionsgeschwindigkeit beschleunigt im Augenblick wieder. Und für eine Beschleunigung müssen sie Gas geben, da muss eine Energie irgendwo herkommen. Und diese Energiequelle kennen wir nicht. Das nennt man deswegen dunkle Energie. Immer wenn irgendwas dunkel ist, dann weiß der Physiker nicht, es gibt es, es gibt die Effekte, aber wir wissen nicht, wo es herkommt. Es gibt also eine Energieform im Universum und sie macht 90% oder 80%, also jedenfalls das meiste, der Massenenergiebilanz des Universums aus. Also Energie und Masse ist das gleiche nach Einstein und diese Energiemasse des Universums, wenn das 100% ist, 80% davon sind dunkle Energie und wir wissen nicht, was es ist. Keine Ahnung. Es könnte die Vakuumenergie selber sein, also das wissen wir über so bestimmte auch Messergebnisse, dass das Vakuum selber, der leere Raum, Energie enthält. Das hat was mit Quantenfluktuationen zu tun. Haut aber mit der Rechnung nicht hin. Das ist der größte. Also wenn man das annimmt, dass die dunkle Energie die Energie aus den Nullpunktfluktuationen der verschiedenen Quantenfelder des Vakuums ist, hat man die größte Abweichung zwischen Theorie und Experiment um den Faktor von 10 hoch 98. Also normalerweise findet das der Theoretiker und der Experimentator immer gut, wenn man aus der Theorie so, sagen wir mal, die Theorie berechnet irgendwas mit 13,6,
Und das Experiment misst 13,72. Und dann haben wir auch, das ist Übereinstimmung nicht. Aber nachreichende Zählung, doch um 10 hoch 98 haut nicht hin. Was wir wissen, dass das Vakuum Energie enthält, das ist aber viel zu viel. Das kann es nicht sein und wir wissen nicht, was die tun. Also da tappen wir vollkommen im Dunkeln. Ja, das waren jetzt so ein bisschen astrophysikalische Aspekte. Ich wollte Sie nach der Pause dann entführen auf die Nanoebene, und da kommen wir auch zur Nanomedizin und zur Lebenserwartung, was ja vielleicht für einige der älteren Zuhörer da ganz interessant ist. Ne? Die Jüngeren, denen ist das immer vollkommen schnuppe, ob man was mit der Lebenserwartung machen kann oder nicht. Wir machen erstmal einen Kaffee Pause oder ist es Pause. Danke. Schauen, der zweite Teil des Vortrags von Herrn Danteföhr, wo wir gemeinsam älter werden und uns fragen, wie alt der Mensch werden kann. Und direkt im Anschluss gibt es dann Fragegelegenheit und Diskussion. Herr Danteföhr, weiter geht's. Okay, ich versuche mal noch ein bisschen was von den Dingen, die vielleicht näher an der Realisierbarkeit liegen als meine Sternenreisen hier und die schwarzen Löcher, in den folgenden 20 oder 15 Minuten durchzubringen. Was wir im Augenblick ganz intensiv erleben mit unseren Mobiltelefonen und den Computern, ist ein Produkt dieser Entwicklung, die hier startete vor Millionen Jahren, nämlich dass der Mensch Materie formt. Sie sehen hier die ersten Versuche, da sind die Archäologen der Meinung, das sind also schon menschliche Spuren, die haben die Steine schon mal so geformt, dass man damit irgendwas schaffen kann. Und das ist so ein Faustgeist. Die Entwicklung hat rasende Fortschritte gemacht über die letzten, ja, das ist hier eine logarithmische Skala, da müsst ihr aufpassen. Hier geht es also da mit den Schabensteinen los vor ein paar hunderttausend Jahren. Sie sehen hier die Ägypter und das Mittelalter, die haben eine Genauigkeit in der Fertigung von 0,1 Millimeter erreicht, weil das kann man mit bloßen Augen gerade noch erkennen. Ja, und dann mit Handarbeit. Dann gab es hier die industrielle Revolution, Mikrotechnologie, riesige Fortschritte in der Genauigkeit. Hier nach unten wird die Genauigkeit von Millimeter auf Millionstelmeter, also Mikrometer, und schließlich auf Nanometer immer größer, exponentiell. Und das kann man jetzt mit spanabhebenden Werkzeugmaschinen noch machen oder mit Elektronenmikroskopen, Lichtmikroskope kommen hier schon gar nicht mehr hin. Und hier sind wir in einem Bereich der Nanotechnologie, wenn wir unter 100 Nanometer, also am 10. Mikrometer sind, da muss man dann die Materialbearbeitung, kann man gar nicht mehr mit Fräsen oder Drehbänken arbeiten, sondern muss man mit Elektronenstrahlen oder Photonen, Laserstrahlen arbeiten, also mit Strahlen zur Materialbearbeitung. Man braucht natürlich Elektronenmikroskope, um zu schauen, was man da überhaupt gemacht hat. Das ist die Nanotechnologie. Wir sind mit einer einzigen Technologie der Fotolithografie, Massenmarkt zumindest, sind wir unter die 100 Nanometer gekommen, also in dem Bereich der Nanotechnologie. Wir sind gerade heute zur Jahrtausendwende eigentlich, wie man hier sieht, um das Jahr 2000 rum, haben wir die Nanotechnologie gerade erst betreten. Und erst mit einer Technologie, nämlich der Fotolithografie, damit werden die Computerchips hergestellt. Alle anderen Technologien verharren bisher noch im Mikrometerbereich. Wir haben da also noch riesige Innovationen vor uns. Und das wird große Revolutionen noch geben in der IT-Branche, in der Medizin, in der Biologie. Und darüber möchte ich kurz berichten. Was es heute schon gibt, das ist hier 30 Nanometer Fertigungsgenauigkeit. Das hier ist so ein Flash-Speicherchip, wie er in den USB-Sticks drin ist. Der kann 16 Gigabyte speichern auf 1,5 Quadratzentimeter silizium-dünnes Plättchen. Da geht 5000 Mal die Bibel drauf. Und das wird immer mehr Wert. Das hat gerade erst angefangen, diese Revolution in der Computer- und Informationstechnologie. Und da will ich kurz die Vision ansprechen. Natürlich werden wir es erleben in absehbarer Zeit, dass uns die Computer mit Namen ansprechen, dass die Überwachungskameras nicht bloß sie aufzeichnen, sondern dass an ihrem Kopf, wenn sie durch den Flughafen oder die Fußgängerzone laufen, ihr Name dran steht.
weil der Rechner sie erkennt. Da müssen keine Menschen mehr sitzen und sagen, ach, das ist doch der Heinz, den kenne ich. Nee, da steht der Heinz mit Nachnamen, Geburtsdatum, Schuhgröße und was er gestern gemacht hat. Da steht alles dran, weil die Überwachungskameras mit der perfekten Bildauswertung und der Spracherkennung durch den Computer, nicht durch Menschen, das kann. Das heißt, wir können Computer beauftragen mit Abhörmikrofon, die sind nur noch so groß wie ein Stecknagelkopf. Das klebt jetzt hier, ja, und dann wird dem Computer mitgeteilt, wo die planen einen terroristischen Anschlag, weil der Computer die Sprache auch versteht, nicht bloß aufzeichnet. Er versteht, was gesagt wird. Das wird kommen und er gibt dann auch noch wieder Worte, wenn er meint, das war jetzt falsch, was Sie gesagt haben, Herr Gattefleur. Gut, das ist allerdings, dass er wirklich versteht, bei einer normalen Konversation, Smalltalk, das haut noch nicht hin. Es gibt im Internet ein Programm, was Ihnen antwortet, wenn Sie auf dem Terminal Fragen schriftlich eingeben, wie geht es dir heute, dann sagt er, diese künstliche Intelligenz am anderen Ende, irgendwo in Amerika ist das ein Rechner, der sagt, gut, das war jetzt noch nicht so schwierig. Wenn Sie dann fragen, wie geht es dir morgen, sagt er auch gut. Und so weiter, das ist ein bisschen langweilig, ja, weil er noch nicht so richtig versteht, was Sie sagen. Ihm fehlt einfach das Bewusstsein, dass er in einer Welt lebt und der weiß nicht, was eine Ampel ist, weil er noch nie draußen im Straßenverkehr war. Also dem fehlt einfach das normale, gesunde Menschenverstand. Das heißt, eine Konversation, das ist dieser, wie hieß dieser Test, so ein Mathematiker ist das. Bitte? Turing-Test, genau. Da gibt es noch nichts, was diesen Turing-Test besteht. Das heißt, dass man mit einem Terminal, mit einer Intelligenz kommuniziert und man kann nicht erkennen, ob es ein Mensch ist oder nicht, durch die Fragen und Antworten. Das kann man heute sehr einfach erkennen. Wenn Sie irgendeine ganz dumme Frage stellen, also das kriegen Sie jedenfalls raus. Ich habe es auch mal ausprobiert, ja, das ist also einfach dämlich. Ja. Okay, das funktioniert also noch nicht. Gesunder Menschenverstand ist in der IT-Branche noch nicht da. Also bei den Computern meine ich jetzt. Und selbstständige Fortbewegung, die Japaner haben ja dieses demografische Problem der alternden Gesellschaft und brauchen dann so Roboter, die die Pflege übernehmen und so. Und das funktioniert schon, aber nur sehr begrenzt. Diese Biester, die sich selbstständig in unserer Umwelt bewegen können, die können das auch nur sehr unbeholfen bisher. Aber das wird kommen. Wir werden selbstständig auch lernende Maschinen haben, die uns helfen. Sie haben gar nicht wieder Sorge um ihre Arbeitsplätze. Aber ich denke, eigentlich, wenn man die Produktivität erhöht, also Maschinen immer mehr von unserer Arbeit übernehmen, wird der Wohlstand ja gehoben. Und wir müssten dann nur anpassen, unsere Arbeitszeit reduzieren. Das nennt man dann hohen Lebensstandard. Also nicht viel Arbeit ist hoher Lebensstandard, sondern wenig Arbeit ist hoher Lebensstandard. Das scheint mir so eine Grundwirkung zu sein. Wenn viele Leute viel arbeiten müssen, ist ja schön, dass sie alle Jobs haben, aber an sich ist ja wenig Arbeit für einen hohen Lebensstandard gutes sein. Das ist eine Produktivität und die steigt, denke ich. Computer der Zukunft. Ja, da gibt es Kurzweil. Das ist ein Herr Kurzweil, ein amerikanischer Zukunftsforscher und der hat ausgerechnet, wenn man die Entwicklung hier, das ist eigentlich eine rote Gerade, nee, ist auch nicht rot hier, das war mal rot, also irgendwie ist das rot ausgefallen. Also wir haben hier die Rechenoperation pro Sekunde pro 1000 Euro. Also ihr kauft sich für 1000 Euro so einen Laptop, wie viel Rechenoperation pro Sekunde kann der? Oder genauer gesagt, wie fein strukturiert ist die zentrale CPU, die Intelligenz? Je mehr Transistoren oder Schaltkreise, je mehr Neuronen in so einem Viech drin sind, umso besser kann er denken. Und Sie sehen, diese Gerade hier ist keine Gerade, sondern es geht steil nach oben und das ist eine heftig logarithmische Skala. Um die Jahrhundertwende ging das los mit so Presslufträlais. Da hat er dann für eine einfache Additionsaufgabe 30 Minuten geklappert und dann hat er 1 und 1, 2 ausgerechnet. Das hat also ziemlich lange gedauert. Heute können die Viecher also im Gigahertz-Bereich rechnen, also 10 hoch 9, 10 hoch 10 Rechenoperationen pro Sekunde. Und sie werden dann in absehbarer Zeit die Intelligenz, also von den Neuronen und den Prozessen im Insekten- oder Mausgehirn erreichen. Und 2050 meint Herr Kurzweil, wenn diese überexponentielle Entwicklung, die steigt steiler an als ein exponentielles Wachstum, das ist phänomenal und das liegt daran, dass wir hier mehrere Paradigmenwechsel hatten, von Pressluftrelais über Röhren zu einzelnen Transistoren und seit geraumer Zeit haben wir immer dasselbe, nämlich integrierte Schaltkreise, aber immer feiner strukturierte, dann hat ein 1000-Euro-Computer die Intelligenz, zumindest von den Rechenoperationen her,
aller Menschen zusammen. Was sind das dann für Maschinen? Kann ich die überhaupt noch bedienen? Tja, keine Ahnung. Aber das ist dann schon was Besonderes. Was mich fasziniert war, ist erstmal, gibt es künstliche Intelligenz, wenn es, also Computerintelligenz, das wäre eine uns fremdartige Intelligenz, denn sie hätte keine Emotionen. Man braucht ja keine Emotionen, ist ja nicht im Überlebenskampf. Es wäre wirklich eine fremdartige Intelligenz. Dann die Frage, lässt sich die Gesamtheit der neuronalen Prozesse in einem menschlichen Gehirn, also wir haben 200 Milliarden, also 100 Milliarden Sonnen in der Galaxie, 200 Milliarden Neuronen, Nervenzellen in ihrem Gehirn, lässt sich die Gesamtheit dieser Prozesse in einer Software simulieren? Das wäre dann möglicherweise ein ganz schön großer Computer, aber ginge das? Erste Antwort, ja, daran wird bereits gearbeitet. Ein bisschen optimistisch. Zweite Möglichkeit, ich mache mal grün an, dann könnte ich nochmal klickern. Nein, ein menschliches Bewusstsein ist mehr als nur die Summe der elektrischen und chemischen Interaktionen zwischen den Nervenzellen. Dritte Möglichkeit, ja, aber das liegt noch in weiter Ferne, da die Komplexität selbst eines Mäusegehirns bisher unerreichbar hoch ist. Vierte Möglichkeit, nein, die hochparallele Struktur eines Gehirns unterscheidet sich grundsätzlich von der eher seriellen Natur eines Computers, ne, dieses Netzwerk. Was meinen Sie? 17 Leute haben schon geklickert. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil ich würde gerne noch ein paar Aspekte wenigstens kurz anreißen. 3 Sekunden haben Sie noch. 3, 2, 1 und die 0. Jetzt hat er beim ersten Mal geklickert. Ja, richtig ist, ja, daran wird bereits gearbeitet. Alles andere ist leider falsch. Ein menschliches Bewusstsein ist ungefähr genau die Summe nach heutigem Wissen. Das wird genau gemacht. Ein Kubikmeter eines Mäusegehirns wird zurzeit im Blue Brain Projekt, das ist ja ein Bild des Blue Brain Projekts, das könnt ihr im Internet nachgucken, Blue Brain, ist das teuerste Forschungsobjektprojekt, also klar, nee, ITER ist ja nicht EU, das Blue Brain Projekt ist das teuerste Forschungsprojekt der Europäischen Gemeinschaft. Wir haben 1 Milliarde Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren der EPFL, École Polytechnique in Lausanne, Schweiz. Ich weiß nicht, ob das eigentlich immer noch so ist, die sind ja nicht in der EU. Ja, jedenfalls geht das an die Forscher in der Schweiz, in Lausanne, das ist eine Zweigstelle der ETH. Die sind die Koordinatoren und die versuchen, einen Kubikmillimeter eines bestimmten Bereichs im Mäusegehirn durch Computer zu simulieren. Wir sehen hier ein paar der Nervenzellen und Sie sehen, wie verzweigt die Verbindungen sind. Wir haben diese dendriten. Und hier die einzelnen Axone, die sich an den Enden wieder verzweigen. Jeder dieser Milliarden Nervenzellen, also zunächst mal sind es Millionen, muss durch einen einzelnen Prozessor in der Hardware simuliert werden. Deswegen geht es mit einem Kubikmillimeter los. Und selbst das ist im Augenblick zu viel für unsere existierenden Computer. Es ist eine hochparallele Rechnerstruktur, die hardware- und softwaremäßig in enger Zusammenarbeit mit den Biologen, die die Gehirne dieser Mäuse analysieren, in enger Zusammenarbeit gebaut werden. Die Idee ist, ein menschliches Bewusstsein und Fernziel in einem Rechner zu simulieren. Und diesen, ja, ist es ein Mensch dann oder nicht? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest ist es so etwas Ähnliches wie das menschliche Gehirn mit den Funktionen in einem Rechner zu beherbergen. Ja, ist natürlich ethisch hochgradig umstritten, da läuft ein Kalt den Rücken runter, aber es ist auch irgendwo faszinierend. Also die Hirnforschung ist wirklich eine ganz Frage. Dagegen sind schwarze Löcher vollkommen harmlos. Gedanken lesen. Nächste Frage. Welche Aussage ist richtig? Heute ist es möglich, mittels Sondenimplantation einzelne dominante Gedanken, zum Beispiel in einem polizeilichen Verhör, nicht, sie gucken ja alle Tage, wer war der Mörder, war sie das, zu erkennen. Also wir haben eine Haube auf und der Rechner zeigt an, ey, es ist. Okay, zweitens, es ist möglich, mittels einer Haube Maschinen oder Prothesen durch reine Gedankenkraft zu steuern. Drittens, es ist unmöglich, mach mal den grünen Punkt an, es ist unmöglich, der von außen durch die Kopfhaut mittels sonnengemessenen Gehirnaktivität konkrete Gedanken zuzuordnen. Viel zu diffus. Viertens, das Videosignal des Sehnervs ist inzwischen entschlüsselt worden. Da ist ja nur ein Auge, die Videokamera und der Sehnerv, der hat so 2-3 mm Durchmesser, glaube ich, also mit so eine Hülle, und da geht das Videosignal durch. Und das sind einzelne Axone, die tragen bestimmte Informationen.
wurde entschlüsselt. Das Signal einer Kamera könnte fast kodiert in den Sehnerv eingespeist werden. Allerdings hat man noch ein Problem des Anschlusses. Sie haben keinen passenden Stecker oder genauer gesagt, es ist ein Hardware, also Silizium-Hardware-Bio-Interface, was so designt sein muss, dass das lebende Gewebe das aushält. Und das gibt es noch nicht. Das ist jedenfalls hier die Aussage. Was meinen Sie? Welche Aussage ist richtig? Eine ist richtig, die anderen sind so ein bisschen sehr spekulativ. Oder falsch. Gut, ich gebe Ihnen noch 3 Sekunden. 3, 2, 1 und die 0. So, zack. Ja, offenbar wissen einige von Ihnen, dass es möglich ist, mit einer Haube Maschinen und mit Gedankenkraft zu steuern. Das haben wir hier. Wir haben hier an der TU Berlin eine spektakuläre Vorführung. Ein Mensch, der hat also entsprechend sensible Sensoren hier am Kopf. Irgendwas ist auch noch an der Nase, habe ich so das Gefühl, weil da ein Pflaster drüber klebt. Und oh, das ist jetzt überstrahlt, aber da, wir haben da zum Beispiel ein Schachspiel steuert, indem er also sagt, Turm E3, E4 und dann schiebt der Computer den Turm dahin und spielt auch noch gegen ihn. Interessant ist, und das sind die Visionen der Gedankensteuerung hier, dass man natürlich Prothesen steuern kann für Menschen, deren Rückenmark schon im oberen Halsbereich gestört ist. Die können nicht einmal mehr die Hände bewegen, die haben eine Haube auf. Da gibt es auch eine berühmte Vorführung, ein solcher Mensch, der gar nichts mehr bewegen kann, außer die Augen im Mund natürlich. Der kann also einen Roboterarm bewegen, dass er sich selber einen Kaffee einschenkt und dann die Tasse der Roboterarm mit Gedankenkraft greift und zum Mund führt. Und die Menschen sind begeistert, weil sie erstmalig wieder nicht von einem anderen Menschen abhängen. Das Militär ist hochgradig interessiert, weil natürlich die Gedankensteuerung super schnell ist. Ja, also so ein Kampfflieger der Amerikaner, das ist das amerikanische Militär, der hat die Haube auf und steuert das Flugzeug und kann auch in aller Ruhe mit der Militärzentrale telefonieren. Und er ist schnell. Das ist die Idee. Ja. Und natürlich das Login-Syndrom. Es gibt Krankheiten, wo das Gehirn zwar noch funktioniert, aber komplett, jetzt ist schon 13 Uhr, ja, ein paar Minuten brauche ich noch, aber komplett abgehängt ist, auch der Sehnerv ist nicht mehr da, sie sind alleine mit ihrem Gehirn in ihrer Kopfhülle drin, aber man könnte sich überlegen, eben an die Nerven, die ins Gehirn führen, tatsächlich Signale einzuspeisen, daran wird gearbeitet und natürlich auch die Gedanken aufzunehmen. Nanomedizin, ich wollte Ihnen gerne einen Film zeigen, der dauert zu lange, sind 8 Minuten, man weiß heute sehr viel über das Innenleben der Zellen. Sie selber bestehen aus 10.000 Milliarden Zellen. Jeder einzelne von Ihnen, wenn Sie ein bisschen schwerer sind, sind ein paar mehr Zellen. Aber es sind ungefähr 10.000 Milliarden und in jeder Zelle gibt es ein heftiges Innenleben. Jede Menge Nanoprozesse. Hier sehen Sie auch ein Bild von einer Vision. All diese Objekte, das sind Stützpfeiler hier, Mikrotubuli in der Zelle. Die sind alle kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Die können nicht gesehen werden. Die haben ja ein Ribosom. Eine Nanomaschine, also ein Protein, was eine Messenger-RNA, das ist dieses lange Fadenmolekül, ausliest und nach dem Bauplan ein neues Protein hier erzeugt. Und dann wäre hier eine Frage, und das ist eben genau meine Altersfrage, vielleicht können Sie die noch beantworten. Was ist falsch? Die theoretisch maximale Lebenserwartung liegt bei 120 Jahren und ist genetisch programmiert. Ja. Das geht irgendwo mal hin in den ganzen Dingern drin, 120 Jahre, dann ist Schluss. Könnte das stimmen? Es gibt unsterbliche Lebewesen. Gibt es die? Krebszellen bzw. Tumore sind unsterblich. Ich meine, wenn die sterben würden nach so und so vielen Minuten, Jahren, wäre wenigstens mal eine Hoffnung, nicht? Der Alterungsprozess ist ein Abnutzungsprozess in unserem Auto. Reparaturen sind zwar möglich, aber die maximale Lebenserwartung kann nicht geändert werden. Was ist richtig? Nee, was ist falsch? So, 3 Sachen sind richtig. So, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Es ist gar nicht so einfach, sich immer falsche Antworten auszudenken. Überhaupt solche Fragen so zu designen, dass die Studierenden sich nicht total aufregen, was ich für komische Fragen stelle. Insbesondere, wenn meine Fragen in der Vorlesung auch noch punkterelevant sind für Bachelor und Master, was sie zum Teil sind, dann sind die eben sehr motiviert. Aber sie protestieren auch, Herr Kaifer, die eine Antwort war falsch, das kann doch gar nicht stimmen. Okay, wir gucken uns das an. Ah, das ist ja mal interessant. Also wenn jeder von Ihnen, wenn sie jedes 25% hat, dann hätte man auch einfach zufällig klicken können. Da sind wir jetzt ziemlich dicht dran. Also das hier mochten Sie nicht, dass die Viecher unsterblich sind. Das ist falsch, sagen Sie. Also die Mehrheit von Ihnen ist, die Minderheit, so.
Jetzt komme ich selber durch. Also wie rum ist sie jetzt richtig? Sie sind nicht der Meinung, dass das falsch ist. Das stimmt. Also Krebse sind tatsächlich unsterblich. Und zwar gibt es da eine sehr hohe Konzentration von diesem Telomerase-Enzym, was also die Telomere verlängert. Ja, und in der Tat ist die theoretische maximale Lebenserwartung 120 Jahre. Das ist die Frau, die erwiesenermaßen am ältesten geworden ist, 875 bisher, 875 geboren, 1997 gestorben. Das sind 122 Jahre. Das ist das höchste Alter, was bisher erreicht wurde. Das ist ein Hosenfoto. Und die Teilungszahl ist begrenzt dadurch, dass die Telomere, das ist hier unser DNA-Set, unsere 42 Chromosomen, diese Enden hier, die sind ziemlich wichtig, die sind gelb markiert, die werden immer kürzer mit jedem Teilungsprozess. Die Zahl der Teilung ist begrenzt. Bei den Krebszellen nicht, die können sich beliebig oft teilen, was vollkommen obernervig ist. Und dass sie begrenzt sind, das hat die Natur so eingerechnet, um uns vor Krebs zu schützen. Ja, da gibt es natürlich gerade in der Nanomedizin, wenn wir auf der Ebene der Nanoprozesse in der Zelle Zugriff haben, dann können wir alle Virus erkranken. Viren sind Nanoobjekte, Bazillen wie Typhus und Cholera, das sind Bakterien, die kann man ja angucken im Lichtmikroskop. Ganz einfach zu heilen, also heute. Viren nicht, noch nicht, aber die können wir natürlich irgendwann heilen. Krebserkrankung werden wir heilen können. Viele geht jetzt schon einigermaßen. Es gibt immer wieder neue Ansätze über das Immunsystem, also individuelle Medizin. Natürlich können wir Blinde und Lahme heilen in der Zukunft, wenn wir die Nanoebene erreichen. Wir können das Rückenmark reparieren, daran wird gearbeitet. Und wir werden in nicht allzu ferner Zukunft erkennen, welche Gene, sind ziemlich viele, für das Alter selber verantwortlich sind. Denn die Lebenserwartung, wissen Hunde und Katze, haben unterschiedliche Lebenserwartungen. Die ist genetisch programmiert. Es gibt keinen Grund, warum Hunde weniger lange leben wie Katzen. Ich denke, das liegt an diesen Bällen, ne? Das ist einfach vollkommen anstrengend. Aber es ist genetisch kodiert. Gut, und wir werden natürlich neue Lebewesen designen können. Können wir jetzt schon. Wir können Viren neu erzeugen, die es gar nicht gibt. Maßgeschneiderte Wirbelviren. Können Sie jetzt denken, das ist vielleicht nicht so gut, aber es gibt auch ganz interessante Anwendungen für maßgeschneiderte Viren, zum Beispiel solche, die Erdöl zersetzen, wenn es mal ausgelaufen ist, auch Bakterien. Und wenn wir künstlich das Frankenstein heißt ja nicht Pelz, Frankenstein-Idee. Jedes Lebewesen hat Eltern. Wir können also jeden von uns zurückverfolgen, wenn wir das wüssten, bis an das erste Lebewesen, was jemals existierte auf der Erde. Das ist eine unendliche Ahnung. Jedes Lebewesen hat an. Wenn wir ein künstliches Lebewesen erschaffen, also ein richtiges Lebewesen, kein Virus, kein richtiges Lebewesen, ein Einzeller, dann wäre das erste Mal seit Milliarden Jahren, dass es ein Lebewesen gibt, was nicht diese Ahnenreihe bis zum ersten Lebewesen hat. Meine letzte Folie. Es gibt die Grenzen des Wissens, dunkle Materie, dunkle Energie, vier Naturgesetze. Warum vier? Warum diese vier? Warum sind eine anders als die anderen? Naturkonstanten haben eine Größe, wir wissen nicht warum. Die Massen der Teilchen wissen wir nicht, warum die so groß sind. Antimaterie muss gleich viel mehr in die Materie geben. Es gibt aber gar keine Ahnung, warum. Die Zeit, die Gravitation, den Urknall, Entstehung des Lebens. Ganz einfach, habe ich zu Beginn meiner Vorlesung ins Internet einprogrammiert, Entstehung des Lebens, und dachte, bei Wikipedia steht das jetzt, wie das Leben entstanden ist. Nee, die wissen das nicht. Die haben irgendwelche Theorien. Aber wie das losgegangen ist, wissen die Evolutionsbiologen nicht. So ein Grund ist genauso wie mit dem Urknall. Nicht, da denkt man sich, der Physiker weiß doch nicht gleich, wie es zum Urknall gekommen ist. Ist ja ziemlich fundamental. Nein, weiß er nicht. Vision, das habe ich Ihnen genannt. Hier sind die ganzen Visionen in verschiedenen Zeitskalen. Das dauert nicht mehr lange, dann haben wir alle Krankheiten besiegt, auch den Krebs. Gedanken lesen, ja, es geht eben jetzt schon, wir können Gedankenschach spielen und so weiter. Ja, ich bin an dieser Stelle zu Ende. Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit einer Hochtechnologiegesellschaft, wenn wir das bejahen und wenn wir die Gefahren unter Kontrolle bringen, also das mit den schwarzen Löchern ist jetzt ein bisschen krass, da würde ich mal jetzt ein bisschen die Finger von lassen, aber trotzdem ist es eine ganz interessante Sache, aber es gibt viele total positive Sachen und die Nationen, die dem offen gegenüberstehen, die werden die Zukunft bestimmen der Menschheit, denn wir werden die großen Probleme Armut, Bevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und das Klima nur mit der Hochtechnologiegesellschaft unter Kontrolle bringen und beherrschen lernen und allen Menschen
ein Leben in Würde und mit einem minimalen Lebensstandard gewähren können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Herr Ganschi, für. Es ist guter Brauch bei uns, dass auch das Publikum zu Wort kommt für kleine Stellungnahmen und große Nachfragen. Herr Gantefür ist auch kritischen Fragen gewachsen, das haben Sie gemerkt. Und ich übergebe zu diesem Zweck das Mikrofon an Barbara Rosenzweig, die es dann zu Ihnen bringen wird. Und Herr Gantefür, Sie sehen ja, wer sich meldet und können das dann aufrufen und koordinieren. Also das Ganze, was ich jetzt da bei Ihrem Vortrag mir immer öfters gedacht habe, was ist eigentlich die Qualität einer wissenschaftlichen Feststellung? Wodurch wird die garantiert? Ein Beweis gibt es für mich nur in der Mathematik. Aber die Mathematik hat den unwahrscheinlichen Preis bezahlt, dass sie mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Und wenn Sie dann immer wieder sagen, das ist so, oder jetzt, das Alter sei genetisch festgelegt, wer garantiert das? Das sind für mich alles qualitätsmäßige Glaubenssätze und sonst nichts. Ja, also wir haben in der Naturwissenschaft eben diese Idee, dass wir das, soweit es geht, mit Experimenten überprüfen können. Das ist jetzt beim Urknall eben ein bisschen schwierig. Ich selber bin ein Urknall-Skeptiker. Ich denke, wir haben einige experimentelle Hinweise, diese Galaxienflucht und ähnliches. Und die belegen diese Urknalltheorie. Die Urknalltheorie selber ist ein extrem aufwendiges mathematisches Gebilde und die Mathematik kann jede beliebige Realität beschreiben. Die Urknalltheorie kommt übrigens am besten mit 9 bis 10 Raumdimensionen aus, mit 3 geht es irgendwie nicht so gut. Also die Theorie, die den Urknall selber erklären könnte. Und da sind wir weit außerhalb des Messbaren im Bereich des Glaubens, da stimme ich Ihnen absolut zu. Ein paar andere Sachen funktionieren aber ganz gut, wo wir also in einfacheren Bereichen nahe in unserem Alltag eine schöne Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment haben. Also wenn zum Beispiel Ihr Auto liegen bleibt und die Theorie sagt Ihnen, der Tank ist leer und Sie tanken und dann fährt es weiter, dann ist das zum Beispiel eine gute Übereinstimmung und es funktioniert. Das ist für mich das Entscheidende. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben ungefähr 50 Gene auf unserem Genom, ich weiß gar nicht, wie viele Gene der Mensch hat, das ist eine ganze Menge, wenn 50 oder 60 Gene da sind und ich drehe an welchen, könnte ich erstmal mit der Maus anfangen, und dann wird die Maus viel älter, hat 1 bis 5 Beine, weil nur mal, weil das hat immer Nebenwirkungen, wenn sie an den Genen irgendwas verändern, dann verändert sich auch was anderes. Und sie wird älter. So würde man das rauskriegen, ob das richtig ist. Vorausgesetzt, man möchte das überhaupt. Also es ist immer eine Wechselwirkung zwischen Theorie und Experiment. Und ich stimme Ihnen zu, die Mathematik kann jede beliebige Realität beschreiben. Aber nur eine Realität ist die Realität. Das ist die Frage. Wie bitte? Das ist die Frage. Es gibt mehr als eine Realität. Ja. Aber nur eine, die wir erleben. Naja, sorry, also ich muss davon ausgehen, als Naturwissenschaft, dass es eine Außenwelt außerhalb meines Kopfes gibt und genau die versuche ich zu erfassen. Und das ist dieselbe Außenwelt für alle von uns. Das ist mein Ansatz. Wenn Sie dem zweifeln, wird es interessant, aber da sind Sie mit mir bei der falschen Diskussionspartner, weil meine Existenzbasis ist die reale Existenz einer Realität, die für uns alle gilt. Also, wenn das nicht gegeben ist, dann muss ich dann passen. Ja? Auch gibt es diese absolute Realität oder ist es einfach ein Konstrukt unseres Gehirns? Da müssten Sie jetzt jemanden aus der Philosophie nehmen. Also ich bin da sehr pragmatisch. Mir geht es darum, Probleme zu lösen. Wenn ich ein Problem wie die Klimaerwärmung habe und ich will sie lösen, dann muss ich eine Theorie aufstellen, wie es zu einer Erwärmung kommt. Ich muss erstmal messen, wird es überhaupt wärmer? Tauen diese Gletscher ab oder tauen sie nicht ab? Das kann ich überprüfen. Ich fahre zu dem Gletscher hin, er taut ab und ich sage, okay, er taut ab. Das ist eine Realität und wenn jemand anders dahin fährt, meinetwegen Sie als Skeptikerin der Realität und Sie fahren auch zu diesem Gletscher und Sie sagen, oh, er taut ab, dann gibt es unabhängig von uns beiden offensichtlich einen Gletscher, der abtaut. So, und jetzt kann ich mir überlegen, wie verhindere ich, dass er weiter abtaut. So würde ich vorgehen. Eine allgemeine philosophische Frage, abgekoppelt von harten Messergebnissen, die ich überprüfen kann für jeden von uns.
darüber zu diskutieren, bin ich wirklich der Falsche. Da müssen Sie mit, das ist die Existenzgrundlage der modernen Naturwissenschaft, die Existenz einer Realität für alle von uns, in der wir uns bewegen. Ja, natürlich. Es ist richtig, die Physik ist eine Weltanschauung oder eine Glaubensrichtung. Wir sind damit äquivalent einer Religion. Allerdings schaffen wir es, Autos zum Fahren zu bringen. Ich habe hier hinten noch eine Frage. Ja. Ich wollte eingehen auf die erste Folie, die Sie präsentiert haben, mit diesen vier Realitäten. Man kann ja eigentlich sagen, also bei den gegebenen, sage ich mal, ökonomischen Verhältnissen, dass sie ja eigentlich alle vier in Zukunft real sein könnten, in entsprechenden Ländern. Das heißt, es kann grüne Oasen geben, hochtechnologische Städte, Dürrekriege, und es kann sogar sein, dass die sich gegenseitig bedingen oder voneinander abhängen. Das heißt, um wirklich effizient arbeiten zu können, in dem denkbar positivsten Sinne, müsste man das ja so weit vernünftig koordinieren, dass es nicht nur, sage ich mal, Geldmacherei ist letzten Endes, streng genommen. Ja, ich habe eine Vereinfachung durchgeführt, indem ich diese vier Visionen orthogonal, als wären sie vollkommen unterschiedlich, vier verschiedene Entwicklungswege, indem ich das künstlich getrennt habe. In der Tat werden wir tatsächlich einen Mischzustand werden, vielleicht wird eine Zustand, meinetwegen die Klimahölle oder die Überbevölkerung dominieren, Überbevölkerung, also wenn wir den heutigen Zustand haben, dann haben wir Länder, die unter der Klimaerwärmung vielleicht schon leiden. Andere Länder haben vielleicht sogar Nutzen von der Klimaerwärmung, weil es ein bisschen mehr regnet, wir haben einen Wasserverdacht. Aber eine ganze Menge Länder leiden massiv unter der Zunahme der Bevölkerung, und wieder andere Länder leben in Mega oder Menschen leben in Megastädten, wie sie da in dieser Zukunftsvision waren. Was ich eigentlich damit rauskriegen wollte, mit dieser künstlichen Trennung dieser Realitäten, also nein, es sind ja nicht Realitäten, sondern Zukunftsvisionen. Ich habe die künstlich getrennt und Sie gefragt, welche finden Sie denn, wird stattfinden, Ihrer Meinung nach, wollte ich wissen, was Ihre Stimmung ist. Das ist der Zeitgeist, denn der Zeitgeist kann pessimistisch sein. Die Menschen in Deutschland sind ja, mein Gott, es wird alles wird ganz furchtbar, wir gehen den Bach runter. Und wenn man die Amerikaner, also jetzt nicht mit Trump, ist ein bisschen anders, aber wenn man die Amerikaner zur Zeit von Herrn Obama gefragt hätte, dann hätten die gesagt, klasse, mega Hochkultur, super, es geht allen besser, also Optimismus. Ich wollte eigentlich wissen, den Zustand der Leute, nicht was wirklich passiert wird. Darüber können wir diskutieren, in der Tat, die Trennung ist künstlich, da stimme ich Ihnen zu. Aber Sie haben mal drüber nachgedacht. Noch ans andere Ende des Raumes. Könnten Sie die Hand noch mal erheben, dass ich sie finde? Ich habe eine Frage. Sie haben ja gerade kurz erwähnt, dass nach Ihrem Wissen der Urknall Richtung 10 Dimensionen erklärt werden muss. Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite, habe ich zumindest gelesen, auch die Theorie, dass man, wenn man die Relativitätstheorie und die Quantenphysik unter einen Hut bekommen will, dass man dann Richtung 26 Dimensionen geht. Wie sehen Sie das Ganze? Also da gibt es diesen Hio Kiko oder so ähnlich, der das in seinen Büchern verbreitet. Der Einstein hat in der Richtung... Karten, habe ich jetzt Herr Karten. Ja, Herr Karten. Okay. Ja. Ja, okay. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also, wenn Sie ausreichend viele Dimensionen nehmen in der Mathematik und also Raumdimensionen, komischerweise immer nur eine Zeitdimension, Zeit ist ja auch eine Dimension eigentlich, und ausreichend viele Parameter können Sie ungefähr alles erklären. Und irgendwie wird es dann schon auch mit dem Universum übereinstimmen, was wir hier haben. Ich fand eigentlich, mal ohne dieses Dimensionenproblem, eine Erklärung, die der Kollege von Herrn Lesch, der Herr, wie hieß er denn jetzt nochmal, den wollte ich nach Konstanz einladen. Da gibt es Gassner. Herr Gassner hat auf YouTube ein sehr schönes Video, wo er einen sehr schönen Ansatz basierend auf dem X-Zeichen, dem X-Feld erklärt. Ist aber vollkommen unverständlich, auch für mich, weil es also höhere Astrophysik ist, da brauchen wir diese Phasenübergänge und sowas alles in diesem X-Feld. Aber was er erklärt ist, dass er annimmt, dass das Universum aus einer Quantenfluktuation eines Raumes, der schon vorher existierte, als es noch keine Zeit gab,
mangels Entropie, sie braucht für die Zeit eine Entropiezunahme, um der Zeit eine Richtung zu geben. Und er nimmt an, dass es aus einer Vakuumfluktuation, das wäre dann eine ziemlich große Vakuumfluktuation heraus entstanden ist, und da braucht er keine höhere Dimension. Aber das Higgs-Feld, er braucht das Higgs-Feld, dass das existiert, wurde erst vor kurzem experimentell, ja, vielleicht nicht nachgewiesen, aber es gibt immerhin einen starken Beleg dafür, dass die Higgs-Theorie für die Entstehung der Masse richtig ist. Und da brauchen wir gar nicht höhere Dimensionen. Also das wäre das, was mir liegt. Ich bin Experimentator, diese 19 oder gar 26 Dimensionen halte ich für ein bisschen übertrieben. Also mich würde interessieren, ob es gleich eine vierte Dimension im Raum gibt neben den dreien, das wäre schon mal toll. Andersrum, was ich inzwischen aber selber mir klar gemacht habe, aus den bekannten Tatsachen der Astrophysik ist, dass wir mit allem unserem Wissen über die Raumzeit, Raumzeit gehören zusammen, die vier Naturkräfte, die Materieteilchen, die wir haben, einschließlich der Wechselwirkungsteilchen, also Photonen, die Lichtteilchen, einschließlich der Naturkonstanten, sind wir in 3 plus 1 Dimensionen festgeschraubt. Das heißt, wir haben nur Zugang zu diesen 4 Dimensionen, 3 Raum plus 1 Zeit. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es zusätzliche Raumdimensionen und übrigens auch Zeitdimensionen geben könnte, weil das würde nicht im Widerspruch stehen zu unserem Wissen. Das ist mir jetzt erst klar geworden, nachdem ich ziemlich viel darüber nachgedacht habe. Wir können also keineswegs ausschließen, dass es höhere Dimensionen des Raums gibt. Das heißt, in jedem Fleck hier in unserem dreidimensionalen Raum und der Zeit könnte mit null Abstand, das ist ja der Witz bei einer höheren Dimension, eine andere Realität neben unserer existieren, zu der wir aber keinen Zugang haben. Sie ist aber da. So, das könnte sein, können wir nicht ausschließen. Das finde ich eine faszinierende Sache. Aber diese 26 Dimensionen, wo die Mathematik immer heftigere Turnübungen macht, das hilft uns nicht allzu viel. Man muss irgendwas Messbares haben. Die Idee ist, zu den anderen Realitäten neben unserer bleibt der Gravitation einen Zugang zu finden. Also ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Also ich denke, 26 Dimensionen ist übertrieben. Also mich würde es freuen, wenn es noch eine gibt und die ich vielleicht auch messen könnte. Also irgendein Effekt. Aber diese Entstehung des Urknalls nach Gassner, gucken Sie sich das mal an. Es ist faszinierend. So, eine weitere Frage. Ich hätte erst eine kurze Frage vorab. Was war denn jetzt die Antwort zur letzten Frage? Das ist mir irgendwie entgangen. Diese hochdimensionalen Theorien sind mir zu abgehoben. Ich will irgendwas messen. Ich bin Experimentalphysiker. Nein. Ach so. Zu der letzten Frage, wo man mit dem Klicker antworten konnte. Ups. Welche war denn die Frage nochmal? Welche Aussage falsch ist, was das Leben betrifft, zum Beispiel, dass Krebszellen unsterblich sind? Also, ja, achso, das war jetzt. Moment, da muss man zurückgehen. Ja, okay. Sie wollen jetzt die Lösung, ich hatte gar keine Zeit mehr, das vernünftig zu erklären, weil die. Wo war es denn? Hier? Nee. Was war denn die Frage? Hier, wie sind wir, meinen Sie, ja? Also, es gibt unsterbliche Lebewesen, das sind typischerweise. Entweder ja, Einzeller, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, das Pantoffeltierchen oder zumindest, da gibt es diese Hydra, das sind so Viecher, die also nicht altern, weil sie sich durch Knospen vermehren. Also wenn sie Knospen haben, sowas wie ein Klon. Und Klon, der muss wieder die gleiche Telomerlänge haben in seinen Zellen wie normales, wie Neugeborenes. Sonst hätten sie wie das Schaf Dolly das Problem, dass sie aus einer Zelle eines erwachsenen Tieres ein junges Tier klonen, was aber schon diese verkürzte Telomerlänge hätte und dann würde es frühzeitig, also nach wenigen Jahren, sterben. Diese ganz einfachen Viecher, also nicht die normalerweise haben also die geschlechtliche Vermehrung dazu geführt, dass wir auch einen Altersprozess haben. Tiere, die sich ungeschlechtlich durch Zellteilung oder Knospen vermehren oder Pflanzen, die altern nicht. Es gibt also unsterbliche Lebewesen. Die theoretische Lebenserwartung, wenn sie perfekt gesund bleiben, sie werden immer klappriger, ist tatsächlich bei 120 Jahren. Krebszellen sind unsterblich, die haben nicht das Telomerproblem. Und nur das Letzte ist falsch. Es ist kein Abnutzungsprozess, sondern es ist genetisch programmiert. Ja, das war die Frage vorab. Das war das Kurze. Genau. Jetzt würde mich noch interessieren, also Sie haben immer gesagt, dass Sie Optimist sind und die meisten Deutschen sind Pessimisten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt. Ja, also wir wollen uns jetzt nicht. Okay. Ja, also ich würde mich weniger als Pessimist, aber als Skeptiker bezeichnen und ich stehe dem Fortschritt, der ganzen Fortschrittseuphorie etwas skeptisch gegenüber.
Mir ist es jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, was das Ganze auch für Gefahren in sich trägt. Ja. Weil jeder Fortschritt wird immer etwas Positives mit sich bringen, was der Menschheit Besserung und Erleichterung verschafft. Aber es wird immer diejenigen geben, die das zu einem Schlechten ausnutzen, um auch damit an Geld zu kommen oder an Macht oder was auch immer. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz umreißen, was aus Ihrer Sicht da die größten Gefahren sind und was man vielleicht gleich im Entstehungsprozess tun müsste, um das mit zu verhindern? Weil momentan ist es ja immer eher so, dass alle sagen, oh toll, guck mal, was wir Neues haben. Und dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand sagt, oh, na damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Das ist ja doof. Also was jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz angeht, weil ich finde das persönlich ziemlich gruselig, muss ich sagen. Also, weil man studiert, ein bisschen künstliche Intelligenz wäre gar nicht so schlecht. Sorry. Nein, ich denke, dass schon beim Faustkeil das Problem war, dass der Faustkeil natürlich sehr nützlich ist, um auf die Jagd zu gehen oder um irgendwelche Werkzeuge aus Holz zu formen. Aber natürlich kann man da auch seinen Nachbarn niederschlagen. Also Sie können das auch praktisch jede Erfindung und sei sie noch so simpel, haben Sie immer militärische Anwendungen, um Ihre Nachbarn irgendwie zu töten. Und natürlich mit der Atombombe oder Wasserstoffbombe haben wir da eine ultimative Waffe und mit dem maßgeschneiderten Gehirn natürlich auch. Was wir dringend brauchen, und das ging eigentlich mit dem Faustkeil los, ist eine parallele oder vielleicht sogar jetzt ja mindestens auch miteilende kulturelle Entwicklung, und das ist Bildung. Sie brauchen Bildung, sie brauchen kritisches Denken, sie brauchen Selbstverantwortung. Das heißt, Diktaturen, Leute, die Menschen bevormunden, die sie nicht selber denken lassen, die sind eigentlich besonders schlimm, weil sie, wie zum Beispiel Nordkorea, eben Menschen aufhetzen können. Menschen, die nicht gebildet sind, ich arbeite ja zufällig in der Bildung, deswegen finde ich Bildung gut, nicht? Dafür werde ich ja bezahlt. Aber nicht nur Bildung, sondern auch kritisches Denken. Wenn sie einfach Parolen nachkommen, dann legen Sie, egal welche Parolen das sind, selbst wenn es Friedensparolen sind, ja, wenn Sie die Leute nicht zu einem kritischen, selbstständigen Denken erziehen, dann können Sie in dieser Welt der Hochtechnologie, in der es furchtbare Vernichtungswaffen gibt und Methoden, können Sie nicht bestehen. Wir müssen alle Menschen zur Bildung führen. Und deswegen müssen wir, und es ist eigentlich auch, ich bin eben Optimist, ich habe jetzt letztens gehört, dass ungefähr 80% der Menschheit ist inzwischen in der Lage zu lesen, also ungefähr zu lesen und zu schreiben. Also dieses Analphabetentum ist massiv zurückgedrängt worden, obwohl die Bevölkerung enorm wächst. Und was waren noch ein paar andere Indikatoren? Also da sind riesige Fortschritte, vor allen Dingen in Asien, der Fall. Und deswegen wäre mein Appell eben in den Ländern, wo jetzt also Kriegsgefahr wirklich herrscht, das sind ja immer die Länder, in denen Bildung vollkommen im Keller ist, ja, also zum Beispiel Somalia oder solche Länder, die Krisenländer, dass da Bildung eben tatsächlich exportiert wird. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Denn ohne Hochtechnologie, wenn Sie sagen, nee, dann darf ich lieber keine Atombombe, die gibt es ja sowieso schon und irgendein Idiot wird sie sowieso erfinden, wenn es soweit ist, ja, wenn die Wissenschaft soweit ist, wird diese Sachen geben. Wir kommen nur mit Bildung und Verantwortlichkeit weiter. Das müssen wir machen, das ist genauso wichtig wie die technologische Entwicklung, die können Sie weder stoppen, die technologische Entwicklung noch zurücknehmen. Die wird sowieso kommen. Und wenn Deutschland sagt, wir machen da nicht mit, wie bei der Kernenergie, dann ist das eigentlich gefährlich, weil ich mir lieber einen deutschen Kernwerk kaufen würde oder einen statt einen aus Südafrika. Südafrika hat jetzt eine Marktposition mit dem Export von Kernreaktoren. Und China entwickelt einen schnellen Brüter, einen schneller Brüter. Ist wirklich eine Höllenmaschine. Ja? Und der Deutsche steht jetzt dabei und hat keine Ahnung, was ist denn ein schneller Brüter? Das ist dieses Ausscheren aus der technologischen Entwicklung, weil wir Angst davon haben. Das nützt überhaupt nichts. Es passiert draußen sowieso. Wir müssen uns dem bewusst stellen und rangehen. Da draußen passiert ganz viel. Und wenn wir hier uns isolieren und sagen, wir wollen nicht viel zu gefährlich, das ist der falsche Weg. Mikrofon. Mit Mikro bitte. Also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, aber was jetzt zum Beispiel die Bildung angeht, ich finde, die Bildung ist zu langsam. Ich meine, heute hat jeder Schüler schon ein Smartphone, bevor er, weiß, was er da in der Hand hält. Und gleichzeitig arbeiten die Lehrer an den, also gut, meine Schulzeit ist jetzt auch schon eine Weile her, aber wo ich in der Schule war, wurde da mit Kassettenrekordern und schiebbaren Fernsehern mit VHS-Rekordern gearbeitet. Die Bildung ist zu langsam. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Die technologische Entwicklung ist so schnell, und weil Sie sprechen von
Diktaturen und von Macht, ja, aus staatlicher Perspektive. Aber wir haben ja heute eine ganz andere Diktatur, die sich vor uns aufbaut, nämlich die smarte Diktatur, die Technologie, die Datenkraken. Dem kommt man mit sowas nicht bei. Das sind die Lösungen, wenn es darum geht, eine menschengemachte Diktatur zu verhindern oder rechtzeitig zu reflektieren. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn wir konfrontiert sind mit solchen Welten, wenn uns zum Beispiel nur noch Informationen angeboten werden, die zu uns passen, wo wir gleich sagen, ja genau, so ist es. Wo wir dann denken, so ist die Realität, dabei werden uns nur die Sachen angeboten, die Algorithmen für uns ausgewählt haben. Okay, doch, ich muss jetzt mal kurz antworten, weil es wollen vielleicht noch andere Leute was fragen. Aber dazu möchte ich sagen, ich lebe ja in zwei Ländern, in der Schweiz und in Deutschland, weil ich in Deutschland noch nie arbeite, bin aber Bürger des Thurgaus in der Schweiz und gebe auch Lehrveranstaltungen an der BATG. Und was ich in der Schweiz bewundere, sind zwei Sachen. Erstens, die Schweiz gibt deutlich mehr ihres Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Deutschland behauptet immer, es gibt viel für Bildung aus, aber unsere Toiletten in Konstanz werden nicht geputzt. Also so ganz fundamentale Sachen. Die Schulkassen werden immer größer, es gibt immer weniger Lehrer für den einzelnen Schüler, währenddessen in der Schweiz, meine Frau arbeitet in der Grundschule in der Schweiz, sind paradiesische Verhältnisse, weil den Schweizern Bildung ganz wichtig ist. Die Schweizer sind der festen Überzeugung, dass die Bildung Grundlage des Wohlstands ist und auch für die Zukunft. Die Essenz ist, dass man überhaupt in die Zukunft kommt. Und das bedeutet, ich habe kleine Klassen und kann individuell auf die Schüler eingehen. Und es wird durch die Basisdemokratie, die man sehr viel kritisiert in Deutschland, jetzt gerade wegen dem Brexit, es wird aber alle Vierteljahr in der Schweiz heftig diskutiert um die Volksabstimmung. Jeder Bürger beschäftigt sich damit und es wird kritisch diskutiert. Kritisches Denken mit ganz vielen kontroversen Thesen wird voll ausdiskutiert in der Bevölkerung und diese Kultur hat Deutschland nicht. Meine Bücher sollten verboten werden, obwohl ich bin jetzt wirklich kein politischer Extremist, ja. Und das heißt aber, es gibt einen Mainstream, der versucht, alles andere zur Seite. Das ist das Gegenteil von kritischem Denken. Und so eine Kultur, wie wir sie in der Schweiz haben, kritisches Denken und 5% oder 6% des BIP in die Bildung investieren und nicht in Gott weiß was, was Deutschland da immer alles so investiert, seine Ressourcen, sondern mehr in die Bildung. Das macht die Zukunft und das bewirkt, dass sie die jungen Menschen gegenüber der Einflussnahme über Facebook oder über ihre netten iPods oder was sie da alles haben, ein bisschen mehr imprägnieren können, weil sie selber kritisch in der Lage sind zu denken. Sie kriegen diese Informationen nicht zurückgedreht, die Informationen. Die haben jetzt alle diese Dinger. Aber da gibt es auch diese Fernsehwerbung. Schau hin, was dein Kind macht. Ja, redet mit den Kindern und bringt ihnen bei. Glaubst du das wirklich, was da jetzt gerade steht? Das wäre meine Idee. Kritisches Denken. Okay, gut. Also. Aber jetzt werde ich ja Politiker. Ich wollte über die. Ich habe keine politische Frage, sondern eine reine Verständnisfrage. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass Krebszellen unsterblich sind. Ja, aber die sind ja doch auf einen Organismus angesiedelt und wenn der Organismus stirbt, was er ja in der Regel tut, aufgrund des Krebses, geht die Krebszelle dann nicht doch zugrunde oder überlebt die dann irgendwo? Sterben natürlich, also weil sie nicht mehr versorgt werden. Ja, also sie sind schon. Sie sind potenziell unsterblich, also, aber in Realität sterben sie doch. Also jede Zelle in unserem Körper ist ein selbstständig lebendes Lebewesen, was eigentlich die Tendenz hat, sich zu vermehren. Das ist genauso wie eine Hefe, würde jede Zelle einfach sich teilen und munter vermehren, weil eigentlich der Vielzeller ist nur eine kooperative Zusammenballung von Einzeller. Nicht? Und wenn Sie so ein Glas Sumpfwasser nehmen und lassen es eine Weile stehen, haben Sie immer mehr Pantoffeltierchen drin. Das ist Krebs, unkontrollierte Vermehrung. Damit es überhaupt Vielzeller gibt, also zum Beispiel die Hautzellen sich nicht unkontrolliert vermehren, sondern nur dann, wenn ich mir die Haut verletze, dann werden die Teilungsprozesse initiiert und die Haut wächst nach, indem neue Zellen gebildet werden. Oder eine Entzündung haben sie, dann werden neue Zellen gebildet. Das ist aber total unter der Kontrolle des Körpers. Der Körper sagt der Zelle, du teilst dich jetzt, oder du teilst dich auf gar keinen Fall, weil von dir haben wir nämlich gerade genug.
Und Krebszellen sind Teil des Organismus, die aus dieser Kontrolle entkommen sind. Normalerweise erkennt der Körper diese Zellen. Er erkennt die, das ist jetzt eine krankhafte Zelle. Da haben sie jede Stunde, gibt es keine Ahnung, tausende von Zellen, die der Körperkontrolle entkommen. Da gibt es Not aus. Wenn eine Zelle sich unkontrolliert vermehrt, dann kommt der Körper an und drückt auf so einen Knopf an der Oberfläche und die Zelle stirbt. Not aus für unkontrollierte, sich vermehrende Zellen. Krebszellen sind die ganz seltenen Zellen, die sich unkontrolliert vermehren, also der Körperkontrolle entkommen sind, aber nicht vom Körper, vom Immunsystem erkannt werden. Das ist deswegen ist das ganz selten. Ja. Ein Glück, sonst würden wir gar 2 Jahre überstehen, weil wir ständig solche Krebszellen, die sich also unkontrolliert vermehren, durch Fehler bei der Zellteilung erzeugen. Und die haben zusätzlich, und das ist eine zusätzliche Kontrolle, normalerweise eine Teilungsbegrenzung. Sie haben auch jetzt Zellen wahrscheinlich in sich, die sich unkontrolliert vermehren, die nicht vom Körper erkannt werden. Aber da gibt es diese magische Grenze, die können sich 7-mal teilen. Oder je nachdem, welche Zelle. Aber sagen wir mal 7-mal. Das heißt, der Krebs wuchert, der wird dann von 1 Nanometer auf 100 Nanometer groß und dann stirbt er. Weil die Zellteilungsmaximalzahl erreicht wird, Feierabend, Telomere weg. Nur, wenn Sie dann auch noch eine Zelle haben, die die Telomere regeneriert, die Telomerase, dann haben Sie einen tödlichen Krebs. So funktioniert das. Hat das jetzt Ihre Frage beantwortet? Und deswegen sind die unsterblich. Sie können Ihre Telomere verlängern, was ganz ungewöhnlich ist. Ich habe hier hinten noch eine Frage. Moment. Sie haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass Ihre Bücher von gewissen Kräften, was immer diese Kräfte sind, nicht gemocht sind. Nicht gemocht. Ich sag's mal so, ja. sollen. Ja. Aus welcher Ecke kommt denn das Ganze? Welche Denkweisen, welche Institutionen, welche Prinzipien stehen da dahinter? Also, meine Energie- und Klimavorträge beginne ich meistens mit einer Folie. Das ist eine Abbildung der Sintflut. Und da sieht man so einen Kirchturm, das ist eine mittelalterliche Abbildung, so ein Holzschnitt von der Sintflut. Da guckt so eine Kirche gerade eben noch so aus der Flut und die Menschen, denen geht es ganz schlecht. Und dann erzähle ich, dass es schon immer politische Parteien, Gruppierungen und auch Religionen gegeben hat, die versuchen, die Menschen über Androhungen von Katastrophen dazu zu bewegen, ihnen beizutreten. Wenn ihr uns nicht beitretet, dann wird es sehr heiß, zum Beispiel in der Hölle oder in der Klimaerwärmung. Es gibt dieses alte Muster, dass man drohende Katastrophen wie Dürren sind übrigens auch sehr beliebt gewesen, oder gerade Überschwemmungen eben, also Anstieg des Meeresspiegels, dass man das nutzt, um demagogisch politische Ziele durchzusetzen. Und ich habe mich eben mit der Klimaerwärmung kritisch auseinandergesetzt und ich habe wirklich diesen neuesten Bericht von 2013 vom Weltklimarat in jedem Detail durchgearbeitet und bin vollkommen in Übereinstimmung mit dem Weltklimarat. Also das sind Wissenschaftler, die ich selber auch, die haben in jedem Punkt recht. Aber die Schlussfolgerung, dass wir jetzt diese eine Partei wählen müssen, die halte ich für falsch, weil ich die Methoden, dass wir zum Beispiel kein Fleisch mehr essen dürfen oder sollten, also von diesen Kühen, nicht, dass sie putzen. Das ist ja eine Idee, die sollen Veganer werden, ja, so. Wir sollen, sagen ja mal studieren, ja, wir müssen jetzt Veganer werden, weil die Kühe schädigen dem Klima. Glauben Sie das wirklich? Sorry, also es gibt tatsächlich Methan, was hinten aus den Kühen rauskommt. Aber das ist eine ganz winzige Menge. Und das Hauptproblem vom anthropogenen Methan, das sind die Reisfelder. Es gibt immer mehr Reisfelder, weil es immer mehr Menschen gibt. Methan ist Sumpfgas. Reisfelder entstehen im Sumpf. Ja? Das ist das Hauptproblem. Das ist das gesamte Methan, das kommt erstmal aus den Luftgebieten in Sibirien und in Kanada. Dann haben wir das anthropogene, also unser Methan. Dann haben wir das Kuhmethan. Und das meiste Kuhmethan kommt übrigens aus Indien, weil die haben nämlich die heiligen Kühe. Und das sind ganz schön viele und die essen die nicht. Wisst ihr, wenn sie eine Kuh essen, dann macht sie nämlich kein Methan mehr. Ja, und diese Argumentation und dieses Wissen vertragen bestimmte politische Kräfte in Deutschland überhaupt nicht. Ja? Auch wenn ich vielleicht in einigen Punkten wie Recycling und Energieeffizienz zu ähnlichen Resultaten komme, aber ich stehe für die Vernunft und gegen die Ideologie. Und vor allen Dingen, ich kämpfe als Wissenschaftler gegen die Angstmacherei. Doch, jetzt wissen Sie, wer es ist. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und damit möchte ich die Diskussionsrunde beenden und übergebe wieder an den Herrn Helmut Fink. Dankeschön. 3 Punkte zum Schluss. Als erstes ein herzlicher Dank an unseren Referenten, Gerd Antje Föhr.
mehrere und einen haben Sie schon gehört, nämlich Klaus Ebert, der sonst am Flügel sitzt, aber der Flügel ist im Moment kaputt, deswegen muss er mit dem Keyboard vorlieb nehmen und hat sich da wacker geschlagen und wird dann gleich wieder in die Tasten hauen. Danke, Klaus. Auch unsere anderen Damen und Herren im Team, ohne die das Ganze nicht laufen würde. Die sozialen Medien werden bedient, am Eingang wird die Kasse bedient, es gibt Organisationsarbeiten. Das sind mehrere, ich zähle sie jetzt nicht namentlich auf, aber vielen Dank auch euch.